Tag, liebe Zuschauer. Heute im insgesamt dritten Interview mit dem Direktsaatlandwirt. Heute der Hartwig Kalzen neben mir aus einer klimatisch völlig anderen Region wie bei mir. Bei mir ist es ja trocken, bei Hartwig ist ja sehr viel Niederschlag. Aber am besten stellst du dich selber mal vor und was du so machst. Ja, ich bin Hartwig Kalzen, bewirtschafte einen alten Bauernhof in Schäckeroth zusammen mit meiner Frau und drei Kindern. Das ist im Schäckeroth des Norden Schleswig-Holsteins, also ganz oben im Nordosten an der Ostseeküste, Schlei-Region. Im Grunde nur ein Katzensprung nach Dänemark. Wir können nicht von dem Hof aus, aber nicht weit weg können wir die Flensburger Förde sehen und Dänemark sehen. Ja, wir machen seit 2007 Direktsaat, haben davor ursprünglich klassisch gepflügt und Kreiselegge-Drillmaschine, so wie das gang und gäbe ist. Also vom Pflug war die Idee eigentlich eine Übergangsphase mit Mulchsaat zur Direktsaat zu gehen. Habe ich auch angefangen, aber nach zwei Versuchsjahren wieder abgebrochen, weil das passte überhaupt nicht zu mir und passte mir auch überhaupt nicht das Ergebnis. Einfach den Boden mit den Ernterückständen zu vermischen und da dann die Saat drin zu platzieren. Und wenn es dann noch nass wird, was bei uns ja häufig der Fall ist, dann war das überhaupt nicht gut. Und deshalb bin ich dann schneller als ursprünglich geplant zur reinen Direktsaat übergegangen. Ihr habt ja, glaube ich, irgendwo, was war das, knapp 1000 mm im Jahr? Oder, aber ein großes Problem ist auch noch der Tau, der fast jede Nacht noch dazukommt. Also es ist schon sehr, sehr feucht und nass bei euch. Ne? Ja, genau. Also die Nässe ist eigentlich das häufigste Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Bei uns in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste, die Marschbauern sagen immer, die trockensten Jahre sind die besten Jahre. Mhm. Ist bei uns generell auch so. Ich habe das so ein bisschen umgeswitcht und sage, die lieber viel zu trocken als ein bisschen zu nass. Wobei viel zu trocken ist was anderes trocken, als es bei dir ist. Also bei uns ist viel zu trocken eben immer noch ganz gut, weil so richtig trocken wie bei dir gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Weil wir eben, wie du sagst, auch immer den Tau haben von der See. Im Grunde, wenn zum Beispiel der Raps erstmal im Ende August kein Blatt ist, dann haben wir schon wieder so starken Tau in den Nächten häufig, dass er allein durch die Taubildung auf den Blättern schon eine ganze Zeit lang überleben kann. Und was wiederum Nachteil ist beim Mähdrisch, weil wir dann häufig morgens nicht in Gange kommen, weil es eben und abends dann, wenn die Sonne weggeht, auch früh stoppen müssen, weil es eben taut und klamm wird. Aber so richtig Dürre-Situationen kennen wir fast gar nicht. Eher eben diese Nässe-Situation und 1000 mm haben wir zum Glück nicht im Schnitt jedes Jahr, aber wir haben Jahre, die 1000 mm bringen, auch drüber, also 1100 haben wir auch schon gehabt. Und das Problem ist, dass es dann immer Phasen gibt, die furchtbar nass sind und das passt natürlich nie. Also das sind immer Phasen, wo es oder generell, wenn es viel zu nass ist, immer schlecht für den Boden, fürs Bodenleben und für die Pflanzen. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass man diese Phasen irgendwie abpuffern muss und überstehen muss und darauf vorbereitet sein muss, damit auch dann umgehen zu können, wenn es eben so furchtbar nass wird. Also wir sind vor 30 Jahren haben wir so 700, 750 mm mitgerechnet. Mittlerweile sind wir bei 850 mm, mit denen wir im Durchschnitt rechnen müssen. Ja, aber es sind immer viele Landwirte, die denken ja immer, ach ja gut, hier beim Klümper im Osten, Trockengebiet, da funktioniert eine Direktsaat. Aber nein, bei mir ist es ja viel zu feucht. Das passt da überhaupt nicht hin. Und ich sag mal, wenn man generell so über die Welt sieht, es ist ja ein bisschen anders und du beweist ja damit auch. Und es funktioniert, es ist vielleicht hier und da eine andere Herausforderung von der Thematik her. Aber vielleicht nochmal eben zurück, was war denn damals für dich der Auslöser? Warum hast du angefangen mit der Direktsaat? Ja, die Geschichte ist bei mir ein bisschen interessanter und vor allem langwieriger. Also ich habe Direktsaat kennengelernt, als ich 1996 in Neuseeland war. Da habe ich die erste Direktsaatmaschine gesehen. War spontan begeistert davon, also wurde mir vorgeführt so ein bisschen, war spontan begeistert von der Natürlichkeit des Systems, also eben die Natur, den Boden nicht zu zerstören, nicht zu bearbeiten, sondern einfach das, was die Natur vorgibt, zu nutzen und möglichst zu erhalten und dort dann wieder die neue Saat reinzubringen. Das hat mich eigentlich spontan überzeugt, dass es eben darum geht, nicht darum gehen kann, den Boden intensiv zu bearbeiten, um irgendwas besser zu machen. Also die Natur als Vorbild muss eigentlich das Beste sein. Das war so das, was mir da bewusst wurde. War natürlich völlig unbedarft. Also ich bin dann nach Hause gekommen, habe mich ein bisschen informiert und war noch im Studium. Habe das dann sein gelassen erstmal, habe es aber nie aus den Augen verloren.
Und dann habe ich in der Zwischenzeit den Hof übernommen, habe meine Gedanken gemacht und Erfahrungen gesammelt und habe dort auch dann Probleme gesehen. Also da hatten wir auch schon nasse Jahre. Die 90er waren generell relativ trocken und dann ab 98 hatten wir doch mehrere sehr nasse Jahre. Vor allem in der Herbstbestellung ist natürlich ein großes Problem, wenn wir aussehen wollen und es dann so nass ist. Und da waren ein paar Jahre, die richtig schlimm nass waren. Und da in diesen Problemjahren sieht man natürlich auch die Probleme umso deutlicher. Die sind vor allem Erosion. Also wir haben ein kopiertes Gelände, keine Steilhänge, aber ein sehr kopiertes Gelände mit lehmigen Böden. Das heißt, die jahrhundertelange Bearbeitung hat diese Kuppen auch erodiert und dort im Grunde den gelben Lehm oder sehr, sehr steifen, schmierigen Lehm zurückgelassen. Und wenn es dann ein feuchtes Jahr ist, ist es auf diesen Stellen natürlich besonders schlecht. Und feuchten Lehm, das ist wie Kuchenteig, den kann man ja nicht bearbeiten. Und dann eben auch immer wieder Erosionsereignisse, auch an den nicht so steilen Hängen, aber trotzdem, es kommt einfach zum Laufen, das Wasser. Und da habe ich doch beobachtet, dass wir echt Probleme haben in vielen Bereichen. Und ich meinte auch, dass sie mehr werden. Also das ist auch so. Es ist auch seitdem immer noch schlimmer geworden. Und da war meine Idee dann eben, das mit der Direktsaat besser zu machen. Und habe mich dann eben 2006 zu eine gebrauchte Direktsaatmaschine gekauft. 2007 dann die ersten Bohnen in Direktsaat gesät und mich dann so langsam rangearbeitet. Und viele von den Erwartungen haben sich auch bestätigt, dass man es besser machen kann, gerade unter diesen nassen Bedingungen. Aber natürlich sind auch ganz viele Probleme aufgetreten, mit denen ich nicht gerechnet hatte und die auch ja, nicht immer einfach waren und auch viel Geld und Zeit und Sorgen gekostet haben. Und das ist noch immer so, also, aber auch im Bodenbearbeitungssystem ist es ja nicht sorgenlos. Also da sind auch immer Probleme und vor allem viele Probleme, für die man auch so keine Lösung hat, mit denen, die eben durch Bodenbearbeitung entstanden sind und die man mit Bodenbearbeitung deshalb nicht lösen kann. Also auch wenn man eine andere Bodenbearbeitung macht, wenn Bodenbearbeitung grundsätzlich das Problem ist, wird es nicht gelingen, das mit Bodenbearbeitung zu lösen. Da gibt es von Einstein auch, glaube ich, so eine schöne Aussage. Wer denkt, ein Problem auf die gleiche Weise lösen zu können, wie es entstanden ist, der ist ein... Ich hatte es nicht ganz im Kopf, weiß, aber irgendwie so ähnlich ist es. Ja. Ne? Die ganzen Herausforderungen, das ganze Fachliche, machen wir vielleicht ein bisschen mehr zum Schluss. Bleiben wir vielleicht jetzt erstmal bei den Umweltvorteilen. Ich sag mal, der Bodenerhalt, was gibt es wichtiger? Ne? Dass der Boden nicht verschwindet, dass die Ertragsfähigkeit erhalten bleibt. Das ist ja eigentlich das Wichtigste von allen, dass wir die Menschheit ernährt kriegen, dass der Boden da bleibt, dass in der Natur alles funktioniert. Was beobachtest du denn sonst noch bei dir? Sag mal, Insekten hast du ja häufiger mal drüber gesprochen, auch Brutvögel, Bodenbrüter und alles. Wie sind da deine Beobachtungen? Genau, also die Bodenfruchtbarkeit erhalten ist ganz wichtig und da ist jetzt nach 15 Jahren auch schon deutlich zu sehen, dass gerade von diesen erodierten Kuppen, von denen ich sprach, dass die Felder wieder homogener werden. Also der Humus, ob er nun mehr wird, kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall reichert er sich am Oberboden an, dadurch, dass wir ihn nicht mehr unterpflügen und unterarbeiten. Im Grunde genau so, wie die Natur es ja auch macht. Also in der Natur wird er auch nicht umgepflügt, da ist ja obenauf ist eine Mulch- und Mullschicht. Und dann wird es nach unten immer mineralischer, sogar sehr schnell mineralisch. Also wenn man im Wald mal kratzt, ist immer gleich auf Mineralboden. Das ist zwar eine mächtige Mulchschicht. Und so ähnlich funktioniert das in Direktsaat ja auch. Und nicht so ähnlich, genau so funktioniert das in Direktsaat auch. Und das beobachte ich inzwischen auch, dass diese, ich sag mal, die Stellen, wo wir wirklich früher beim Pflügen schon mal vorgekreiselt haben, nochmal mit dem Eimer, mit der Saat vorweggegangen sind und richtig was hingeschmissen haben, damit überhaupt genug Bestandesdichte nachher da ist. Wo wir ganz früher, wo ich als kleiner Junge mit der Spatenrolle gekreuzt und quer über die Kuppe gefahren bin, um überhaupt die Klotten klein zu kriegen, dass diese Stellen heute nicht mehr zu unterscheiden sind nach der Saat von milden Stellen, wo eben humoser Boden schon immer da gewesen ist, dass der Saataufgang homogen ist, weil eben der Saathorizont oder die obersten 5 cm, 3 oder 5 cm gleichmäßiger werden. Also da, wo bisher gelber Lehm hochgeflücht wurde, ist jetzt ein humoser Oberschicht von den 3 cm entstanden. Es wird auch feinkrümeliger, auch durch den Regenwurmkot und genau, alles. Genau. Und dadurch kann der Boden da auch seine natürlichen Funktionen wieder übernehmen. Also bisher ist der Regen dort eben auf gelbem Lehm gefallen, konnte dann auch, hat dann schnell versiegelt, der Lehm nimmt ja nicht auf. Und ist dann eben abgeflossen und mittlerweile sind dort Regenwurmgänge, die auch dauerhaft da sind und stabil sind. Es ist ein humoser Schwamm, eine Mulchdecke, die eben den Aufprall des Regens mindert und so auch infiltrieren kann.
Und diese Starkregenereignisse, die laufen eben nicht mehr so stark von den Hängen ab, wie es früher der Fall war. Das ist schon zu beobachten. Ich habe auch so 1-2 Hektar im Betrieb, da ist Grabenaushub. Da ist auch so ein bisschen so ein gelblicher Lehm. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber geht schon grob in die Richtung. Das konnte ich halt auch beobachten in der Mulchsaat. Das hat bei uns nie funktioniert, weil wir auch nie die Technik hatten, um diese Kluten wieder klein zu kriegen. Und seitdem wir da Direktsaat machen, vom ersten Jahr an, ernten diese Stellen endlich mal was und die Pflanzen wachsen da richtig. Das kann man vorher richtig sehen, das ist richtig abgefallen, deutlich kleiner und in der Ertragskartierung war es ja sehr deutlich. Ja. Aber machen wir ruhig weiter bei den anderen Themen, wie gesagt, Insekten, Bodenbrüter. Genau, das sind so Sachen, die ich zu Beginn, als ich mich für Direktsaat interessiert habe, gar nicht im Auge hatte. Also klar, mir war es, dass es das naturnächste System ist, war augenfällig. Aber was das alles so nach sich zieht und welche Effekte wir noch beobachten können, da hatte ich ja gar keine Vorstellung von. Und das kam eigentlich, oder die Entdeckung dieser Effekte natürlich durch Zufall. Also man sucht ja nicht danach. Ja. Aber ich habe dann eben, klar, mehr Regenwürmer, da hat man auch nach geguckt, das war ja wichtig, möglichst viele Regenwürmer zu haben. Und dann kam irgendwann die Beobachtung, dass wir viele Spinnennetze im Herbst haben im Tau. Und Vögel waren plötzlich da. Also insgesamt hat sich die Population sowieso verändert. Also wir haben generell mehr Greifvögel, als ich mich jetzt als Kind dran erinnern kann. Was ja auch ein Zeichen ist, dass eben mehr Nahrungstiere für die Greifvögel da sind. Aber was ich ganz stark beobachtet hatte, und das war so ein Aha-Erlebnis, dass wir ganz viele Feldlerchen hatten plötzlich auf dem Feld. Weil die sind ja nicht zu überhören. Also im Frühjahr geht man im April geht man übers Feld und es ist plötzlich erfüllt mit einem Gesang von der Feldlerche. Und das kannte ich früher nicht, das kannte ich auch aus Kindertagen nicht. Und das hat mich dann erstmal stutzig gemacht oder interessiert. Ja, vor allem, das ist ja mal eine Aussage. Man hört ja immer nur, früher war alles besser, wir zerstören die Natur, es wird ja alles immer nur schlimmer, Panik, Panik, Panik. Und du sagst jetzt das genaue Gegenteil. In der Kindheit kannte ich das nicht und mittlerweile ist hier richtig was los. Ja, genau. Nun will ich nicht behaupten, dass ich als Kind besonders aufmerksam auf die Natur war, aber okay, es ist schon so, dass also gerade die Feldlerche wird ja auch beobachtet, dass eben die Bestände zurückgehen. Und auf meinen Feldern hatte ich dann eben sehr starke oder ganz, ganz viele aufsteigende Feldlerchen, die in der Luft gestanden haben und gesungen haben. Habe ich auch zuerst. Ich habe es wohl wahrgenommen, aber überhaupt keine Rückschlüsse gezogen, dass es an der Direktsaat liegen könnte. Ich dachte, Mann, ist ja schön, dass so viele Feldlerchen da sind. Ich wusste ja nicht, dass es auf den Nachbarnfeldern keine sind, weil da bin ich ja nicht rübergelaufen bei den Nachbarn. Das kam dann im Grunde erst durch Zufall, als das Gespräch mit den Jägern drauf kam. Und die gleiche Beobachtung gemacht hatten, aber natürlich auch nicht wussten, woran es lag. Also ich hatte nur die Beobachtung gemacht, bei mir sind viele Feldlerchen und die Jäger hatten auch die Beobachtung gemacht, dass auf meinen Feldern mehr Feldlerchen sind als auf anderen Feldern, weil die sind da überall rüber gelaufen. Konnten sich das aber auch nicht erklären. Und so kamen wir zufällig mal zusammen über dieses Gespräch und kamen eben drauf, dass es eindeutig an der Direktsaatbewirtschaftung liegen muss. Und daraufhin habe ich dann natürlich auch untersucht. Bodenkäfer war ja auch ein Thema, was wir schon ganz früh auch im Fokus hatten. Und also Laufkäfer, weil das ja wichtige Prädatoren sind, gerade auch für Schnecken. Schnecken ist ein Problem seit den 90ern bei uns, also aus den Bodenbearbeitungszeiten. Und Laufkäfer sind dann natürliche Prädatoren der Schnecken. Das heißt, ich war schon interessiert, möglichst viele Laufkäfer zu haben. Und dann habe ich auch mal so Fallen aufgestellt, also im Grunde Gläser eingegraben. Und beobachtet, wie viel oder was da über Nacht reinfällt in diese Gläser. Und da habe ich eben viele Käfer gefunden, auch Laufkäfer, Tausendfüßler. Kenne ich alle nicht genau, aber es war jedenfalls viel Getier dort. Und das wiederum ist dann auch für die Vögel natürlich die Nahrungsgrundlage. Also letztendlich, ich habe auch gerade mit der Feldlerche dann mit Experten gesprochen, auch welche, die sich die Felder angesehen haben. Und eindeutig feststellen oder der Meinung waren, dass die Direktsaatflächen ein günstiges Bruthabitat bieten, weil da eben ein bisschen Deckung ist, auch ein gutes Versteck für die Feldlerchen und auch ein Nahrungshabitat ist durch die vielen Insekten. Also gerade die Feldlerche sucht sich als Bodenbrüter Felder aus, wo viel Nahrung ist, weil die Jungen in den ersten Tagen ganz viele Insekten aufnehmen müssen, bevor sie später Körner fressen können.
Und das ist eben eine Erklärung, die diese hohen Zahlen an Boden oder an der Feldlerche speziell, aber generell allen Bodenbrütern und auch anderen Vögeln auf den Direktsaatflächen bei mir erklärt. Mhm. Hattest du es auch mal verglichen mit Biobetrieben? Da war doch, glaube ich, auch mal was, oder? Hätte ich gerne gemacht, aber da muss man natürlich dann kooperieren mit jemandem, der Bio macht und auch Interesse hat, das mal zu vergleichen. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch keine direkte Ansprache gemacht, aber das ist dann. Es gibt aus Dänemark an der Universität Aarhus ist eine Masterarbeit gelaufen vor ein oder zwei Jahren, die genau das untersucht hat. Also auch die Biodiversität auf den Feldern, eben auch Vögel, Insekten. Und interessanterweise genau das auch untersucht hat, also Direktsaat, also Conservation Agriculture, konventionelle Bodenbearbeitung und biologischer Landbau. Mhm. Und ist im Grunde zum Ergebnis gekommen, dass die höchste Biodiversität in Conservation Agriculture ist. Mhm. Über die Insekten, auch Vögel, ist sicherlich nicht vollumfänglich die Studie, aber bestätigt im Grunde genau das, was ich bei mir auch vor Ort praktisch sehe und eben auch was andere sehen, wie eben Ornithologen und die Jäger bei uns. Aus USA gibt es auch eine Studie von der Universität, die genau auch das mit Vögeln bestätigt hat, dass eben in Direktsaat oder wenn Conservation Agriculture die Vögel begünstigt. Und das macht eben alles nur Sinn, wenn man auch sieht, dass da mehr Insekten sind. Also die Nahrungspyramide muss ja irgendwo eine Basis haben und die wächst eben aus dem Boden, die Basis. Also über Bodenbakterien, Bodenpilze und dann über Insekten und dann über Vögel. Und wenn man viele Vögel hat, kann es eigentlich nur logischerweise ein Hinweis sein, dass die Basis der Nahrungspyramide sehr reichhaltig ist. Anders lässt sich das ja nicht erklären. Ja, genau. Wir haben ja einmal die Pyramide oder nachher den Nährstoffkreislauf und Basis muss da sein, sonst geht es nicht. Es gibt ja auch die Studie vom Colin Size in Australien, gibt es ja auch noch. Mhm. In Brasilien von dem Leontino Balbo, das ist auch so ein ganz großer mittlerweile Biobetrieb, Biodirektsaat. Es bestätigt sich ja alles, nur man muss diese Sachen auch wirklich suchen. Ne? Mhm. Da hatte ich mit dem Rolf Derpschmann ein Gespräch und er sagte so, naja, es kam manchmal nicht das raus, was sie eigentlich als Ergebnis haben wollten. Und dann hat man nicht mehr viel drüber gesprochen, über die Ergebnisse. Mhm. Vom Pflanzenschutz her, was beobachtest du da? Du hattest mir vorhin was gesagt zum Thema Insektizide. Was schon ziemlich beeindruckend war. Ja, genau, das spielt damit vielleicht rein. Viele Insekten durch eine gute Nahrungsgrundlage für die Insekten, aber auch, ich habe seit 7, ich glaube mittlerweile 8 Jahren keine Insektizide mehr auf dem ganzen Betrieb eingesetzt. Das heißt, das, was die Insekten natürlich auch mitschädigen könnte, habe ich nicht mehr einsetzen müssen, weil die Schadinsekten nicht mehr das Problem sind, so wie früher zu Bodenbearbeitungszeiten. Habe ich auch erst, hat natürlich ein paar Jahre gedauert, vielleicht ein paar Jahre, bis es sich entwickelt hat, dieses neue biologische Gleichgewicht und auch bis ich es entdeckt habe, dass da eben weniger Blattläuse zum Beispiel sind. Also wenn ein Warnhinweis kommt, Blattläuse-Populationen bauen sich auf im Winterweizen zum Beispiel, dann habe ich nachgeguckt und denke, ja Mensch, sind ein paar Blattläuse. Früher hätte ich dann auch gespritzt und mittlerweile weiß ich, nee, das brauche ich nicht mehr, weil die werden auch wieder weniger. Und das hat sich bisher immer bestätigt. Manchmal muss man die Nerven behalten, es schläft auch nicht jede Nacht dann so ganz gut. Aber bisher ist es immer so gewesen, dass sich eine kleine Population nicht so aufgebaut hat, wie es eigentlich früher der Fall war und wie man es auch auf Nachbarfeldern beobachtet, sondern die schnell wieder zusammenbricht. Und das führe ich auch auf die hohe Population von Prädatoren zurück. Also die Insekten, die eben die Schadinsekten fressen, werden ja weder durch Bodenbearbeitung noch durch Insektizide gestört. Das heißt, wir haben ein neues ökologisches Gleichgewicht auf meinen Flächen, was sich eben selbst erhält. Also das eben auch Pflanzenschutzmittel einspart, in diesem Fall komplett einspart. Also ich, wie gesagt, 8 Jahre komplett ohne Insektizide auf dem ganzen Betrieb. Ergebnis ist eben mehr Insekten, mehr Vögel, mehr vieles. 8 Jahre kein Insektizid, das ist ja definitiv schon mal beeindruckend. Ne? Also ich sag mal, ich beobachte es bei mir ja auch, ich brauche auch weniger, da fehlt vielleicht Mama noch so ein bisschen den Mut, noch ein bisschen länger abzuwarten. Mhm. Aber ich meine, es ist ja klar, wir haben eine Populationsdynamik, die Schädlinge kommen in der Regel zuerst und wenn ich immer wieder eine Reset-Taste drücke, ob es jetzt eine Bodenbearbeitung ist oder im Fall der Insekten das Insektizid, ich muss warten danach, bis es sich aufbaut. Ne? Fungizide, wie sieht es da bei euch aus? Ich meine, gut, ihr habt natürlich eine Menge Regen. Merkst du da, dass sich was verändert? Oder? Schwer. Also wie du schon sagst, wir haben natürlich durch das Klima, also
nochmal zu den Insektiziden vielleicht. Da bin ich klimatisch. Also jetzt kommen wir nochmal zum Klima zurück. Fungizide ist mein Klima natürlich nicht so toll. Also das begünstigt der Pilzwachstum ganz extrem. Diese Dauerfeuchtigkeit, auch mit dem Tau immer kühl und feucht. Das wiederum ist für die Insekten nicht so günstig. Also von daher kann ich mir mit dir vielleicht nicht ganz so vergleichen. Auch von Landwirten, die 100, 150 Kilometer weiter südlich sind, die haben schon so extreme Rapsglanzkäferprobleme, zum Beispiel schon ganz früh im Frühjahr, wo auch die flügenden Nachbarn noch gar nichts haben. Also wir sind klimatisch vielleicht bei den Insekten, bei den Schadinsekten ein bisschen begünstigt, was natürlich hilft, auf Insektizide generell verzichten zu können. Bei den Fungiziden wiederum ist es andersrum. Da ist es bei dir einfacher, weil es einfach trocken ist. Da wachsen keine Pilze. Bei mir ist es immer feucht. Da wächst natürlich alles, was irgendwie Pilz heißt. Und deshalb kann ich bisher noch keine wirklichen Einsparungen bei den Fungiziden feststellen. Das ist dann auch immer schwierig. Also ich tue mich da auch schwer, dann wirklich das einfach mal wegzulassen. Bei den Blattläusen, da beobachtet man jeden Tag und sagt, na gut, es wird nicht schlimmer. Bei den Fungiziden, wenn das Blatt erstmal kaputt ist, dann ist der Schaden irreparabel. Geht so ein bisschen schneller und deshalb tue ich mich da auch selber schwer. Das stimmt schon, was du gerade sagtest. Zum Beispiel bei uns, wenn das jetzt richtig trocken wird, du hast ja ein ganz anderes Zucker-Nitrat-Verhältnis nachher in den Ähren drin. Da kommen die Blattläuse ja auch viel eher. Weil es ist dann nicht mehr so viel Wasser da. Der letzte Tropfen Wasser, der noch aus dem Boden rausgezogen wird, da kannst du machen, was du willst. Da ist relativ viel Nitrat drin. Und du kriegst auch nachher keine Mikronährstoffe mehr ins Blatt rein, weil das ist einfach zu trocken. Die machen dicht. Ne? Bei den Herbiziden oder generell bei den Unkräutern siehst du da, dass sich irgendwas verändert hat. Ist das irgendwas mehr geworden, irgendwas weniger geworden? Oder? Also wir sind eine der Regionen, wo der Ackerfuchsschwanz sich in den letzten 20 Jahren deutlich ausgebreitet hat. Und das ist ja auch das Hauptproblem im Ackerbau in aller Munde. Das ist bei mir auch so. Also ich habe Flächen übernommen, also dazu gepachtet, die schon eine ganz hohe Ackerfuchsschwanzpopulation hatten. Und das sind immer noch die Flächen, wo der Ackerfuchsschwanz im Grunde das Problem ist. Aber ich beobachte, dass er ruhiger wird. Also er ist nicht mehr so aggressiv in der Ausbreitung und auch nicht im Konkurrenzwachstum wie unter Bodenbearbeitungsbedingungen. Er ist zwar da und wir werden auch mit ihm leben müssen und ich glaube, ich kann auch mit ihm leben, solange wir haben natürlich noch ein paar Herbizide, die gut wirken und über eine breite Fruchtfolge, das ist ja auch ein Grundprinzip der Direktsaat, dass wir eben eine weite Fruchtfolge haben, um überhaupt Direktsaat realisieren zu können. Das kommt dem natürlich entgegen. Also das, was auch die Nachbarn, die klassisch, so wie ich früher auch, ich sag mal Raps, Weizen, Gerste Fruchtfolge gefahren haben, kommen ja mittlerweile auch zu einer Erweiterung der Fruchtfolge, um dem Ackerfuchsschwanz zum Beispiel entgegenzuwirken. Und da, genau das ist ja ein Grundprinzip der Direktsaat, das ich schon immer allein deshalb angewendet habe. Welche Fruchtfolge fährst du jetzt derzeit? Oder gibt es eine Fruchtfolge? Genau, gibt es nicht. Es gibt eine Auswahl an Früchten, die ich anbaue. Und ich entscheide im Grunde jedes Jahr neu, welche Frucht kommt nach welcher anderen oder Vorfrucht wohin idealerweise. Ich bin angefangen mit großen Plänen für eine ganz tolle Fruchtfolge, habe dann aber schwierige Jahre gehabt, wo es eben viel zu nass war im Herbst, wo ich auch in einigen Jahren die Herbstaussaat gar nicht machen konnte. Und das bringt natürlich alles, alle Pläne, wirft das über den Haufen. Und so habe ich im Grunde die Fruchtfolge auch ziemlich schnell beiseite gelegt und mich darauf konzentriert, Erfahrung umzusetzen, welche Früchte am besten auf welche Vorfrüchte folgen können und müssen und versuche das dann irgendwie immer hinzubringen. Also bei den Herbiziden habe ich auch, oder dem Unkrautdruck habe ich auch Veränderungen festgestellt. Das heißt, ja, Druck ist schwer, doch, es ist weniger Druck. Also die Unkräuter, es keimt nicht mehr so viel und die keimen, die sind nicht mehr so konkurrenzstark. Also das beobachte ich schon und habe daraufhin auch meine Herbizidstrategie verändert. Also wir setzen ja vor Saat eigentlich fast ausnahmslos Glyphosat einmal ein, um eben die Altverunkrautung und den Altbewuchs zu beseitigen, sodass was konventionell oder mit Bodenbearbeitung eben mit dem Pflug oder mit dem Grubber gemacht wird. Und dann habe ich aber im Vergleich zum Grubber würde ja ganz viel neu angeregt werden zum Keim. Das habe ich ja nicht. Also im Grunde der Boden wird dann ja nicht mehr bewegt, außer noch der kleine Saatschlitz. Und dadurch habe ich weniger Unkrautdruck. Also die Menge an Unkräutern ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was unter einem Bodenbearbeitungssystem aufläuft. Es sind dann eben nochmal spezielle Unkräuter, die dann kommen.
Und das variiert von Jahr zu Jahr. Also je nach Umweltbedingungen und Jahresbedingungen haben wir unterschiedliche Leitunkräuter, die dann da sind. Und weil das eben nicht mehr, also nicht mehr dieses Naturgesetz da war, wenn man Bodenbearbeitung gemacht hat, hat man ganz viele Unkraut, eben alles keimt neu. Mhm. Und das habe ich eben nicht mehr. Und daraufhin habe ich aufgehört, Vorauflaufherbizide einzusetzen, weil die keinen Sinn mehr für mich machten. Weil das war ja im Grunde die Versicherung, um das, was ich mit der Bodenbearbeitung anrege oder falsch mache, wieder zu korrigieren. Dafür sind ja die Vorauflaufherbizide da. Und die brauche ich eben nicht mehr, habe ich erkannt. Deshalb lasse ich das Wintergetreide nach der Saat in den Winter ohne Herbizid laufen. Also ich spare eine Herbizidbehandlung ein und warte ganz ruhig im Frühjahr, was dann auch wirklich da ist. Also im Frühjahr machen wir eine sehr intensive Bonitur, Feldbegehung, gucken genau, welche Unkräuter sind in welchen Stadien da und entscheiden daraufhin dann, welcher Wirkstoff dann eingesetzt werden muss, um das Problem so weit zu reduzieren. Also wir wollen ja keinen unkrautfreien Acker haben, aber einfach so weit zu reduzieren, dass wir eben das Getreide zur Ernte bringen können. Darum geht es ja. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Also wir haben dadurch, dass die Unkräuter eben auch an Aggressivität und Konkurrenzstärke verloren haben, auch nicht mehr, oder bin ich entspannter geworden. Also früher war wirklich, wusste man, wenn ein Unkraut da ist und das eine Wirkungslücke beispielsweise für das Unkraut mit dem Wirkstoff gibt, dass das dann durchgehen würde zur Ernte, da bin ich mittlerweile nicht mehr sicher. Also ich bin auch bereit, durchaus mehr Unkräuter zu tolerieren, weil ich weiß, dass sie gar nicht mehr so diese Kraft haben, die sie früher hatten. Nicht nur beim Ackerfuchsschwanz, sondern auch bei anderen Unkräutern. Das ließe sich auch vielleicht mit dem Pilz-Bakterien-Verhältnis erklären. Da gibt es ja diese Theorie. Ich sag mal, einige Jahre Direktsaat bringen den Boden ja wieder ein bisschen in die Richtung. Ne? Genau, also wir haben in Bodenbearbeitung ja einmal, dass das unweigerlich werden alle Bodenpilze ja zerstört bei Bodenbearbeitung. Also genau. Die Pilzhyphen werden zerrissen. Das heißt, es gibt im Grunde ein Reset im Bodenleben. Und das ist bei Direktsaat ja anders. Da bleiben die Bodenpilze ja weitgehend intakt. Also im Grunde ja, fast vollständig intakt, möchte ich behaupten. Und dazu kommt noch, dass wir im Grunde eine ganzjährige Bodenbedeckung haben und auch die Bakterien viel bessere Überlebenschancen haben, beispielsweise im Sommer. Also wenn wir auf bearbeiteten Boden im Sommer ja in Sonneneinstrahlung ganz schnell Temperaturen von 50, 60 Grad haben, die eben alle Bakterien abtöten, zumindest in der oberflächennahen Schicht, dann ist das in einem Direktsaatboden eben viel kühler und auch dauerhaft feucht, sodass sowohl Pilze als auch Bakterien ganzjährig überleben können oder sogar aktiv bleiben können. Und das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich natürlich auch auf diesen Impuls oder dieses Wachstums- oder Keimungsimpuls für Unkräuter auswirken. Wo ich eben sage, also ich beobachte, von Jahr zu Jahr haben wir ganz unterschiedliche Unkräuter und auch ganz unterschiedliches Wachstumsverhalten der Unkräuter. Und auch in der Fläche, von Teilfläche zu Teilfläche, das könnte tatsächlich durch sowas beeinflusst werden. Und was ich auch beobachte, ist, dass sich die Bodenoberfläche ist nicht nur eine Mulchschicht da aus dem Stroh des Vorjahres oder des Vorvorjahres, sondern dass sich mehr und mehr auch Moose bei mir ausbreiten. Das ist natürlich klimatisch, also es ist immer feucht, deshalb können Moose natürlich auch gut wachsen. Und die bleiben da, die schützen natürlich auch den Boden irgendwo. Also wenn man mal vorsichtig so einen Moosteppich beiseite klappt, dann ist da drunter ja ein offener Boden. Also wirklich, man kann in den Boden reingucken, so offenporig ist er, weil da auch ganz viele Insekten dann aktiv sind. Da schließt sich wieder der Kreis, dass wir dann in diesem Moos, das sich dauerhaft bei mir hält und eben nicht durch Bodenbearbeitung zerstört wird und auch nicht durch die Herbizide zerstört wird, auch nicht durch Glyphosat, weil Moose eben eine ganz andere Gattung sind. Die bleiben davon offensichtlich, zumindest bei mir auf den Feldern, unberührt, schützen den Boden also und bieten ein ganz wertvolles Mikrohabitat für Kleinstlebewesen, eben auch vor der Sonneneinstrahlung für die Bakterien und die Bodenpilze und auch für kleine Insekten. Und dann fängt eben wieder diese Nahrungspyramide an, die dann letztendlich an den Vögeln für uns sichtbar wird. Also du siehst auch nichts Negatives dran, dass du da jetzt Moos auf dem Feld hast, weil das haben Landwirte ja auch häufig so, oh Gott, jetzt haben wir hier Moos, was ist das für ein Zeichen? Ja, ich weiß es nicht, nee, eigentlich nicht. Also ich bin da genau so, werde auch immer mal gefragt, ja mein Gott, der Moos ist ja kein Kalk mehr vorhanden, das ist völlig übersäuert und.
Also ich habe mein Kalkungsregime auch umgestellt mit der Direktsaat. Also ich versuche im Grunde zweijährig mit kleinen Mengen zu kalken, um immer ein bisschen aktiven Kalk in der Oberfläche zu haben. Da, wo der Moos, das Moos ja auch wächst. Von daher kann es am pH-Wert eigentlich nicht liegen. Ich habe mal mit einem Wissenschaftler Kontakt gefunden, der sich speziell auf Moose auch sehr gut auskennt. Und er sagt, Moose wachsen eigentlich überall. Also sie haben ganz wenig Ansprüche. Es muss nur eben feucht sein. Also wenn sobald genug Feuchtigkeit da ist, dann wachsen Moose und Algen. Und genau das beobachte ich bei mir im Klima natürlich auch. Also auch die Oberflächenalgen, also so ein grüner Schimmer, da wo keine Moose sind, ist über Winter immer eine grüne Bedeckung, so ein Film. Also im Grunde der Boden ist nie braun, sondern entweder ist da Stroh, das Moos oder da ist ein grüner Algenfilm. Irgendwas ist immer an der Oberfläche. Und das überlebt dann auch die Sommer, also auch wenn wir mal einen trockenen Sommer haben. Auch das Moos, es wird dann braun, man denkt, meine Güte, jetzt ist es hinüber, da ist nichts mehr. Aber im Winter ist der Teppich wieder grün, also sobald es wieder feucht wird. Hauptsache, es ist etwas da, was Photosynthese macht, was die Biologie weiter füttert und genau, denke ich auch. Und vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die wir nicht haben wollen, irgendwelche Unkräuter und so weiter, vielleicht ein bisschen unterdrückt, weil sobald da das Licht wieder drankommt, schießen die ja wieder los. Eine Sache ging mir jetzt gerade noch durch den Kopf. Du sagst jetzt auch, die Flächen, die werden gleichmäßiger. Das Gleiche beobachte ich bei mir ja auch. Auch wenn die Böden von der Entstehung her bei mir extrem heterogen sind. Oder ich habe hier einen Sand, ich habe da ein Lehm, da wird sich nichts dran ändern. Mhm. Aber die Erträge werden gleichmäßiger. Und jetzt muss man ja vielleicht mal ein bisschen so überlegen, dieses ganze Precision Farming ist ja eigentlich eine Symptombekämpfung. Und wir greifen jetzt hier mit der Direktsaat, dass wir den Boden in Ruhe lassen, so ein bisschen an der Ursache an. Ne? Ja, das stimmt. Also die wechselnden Böden habe ich auch, nur dass sie bei mir eben durch die Gletscher geschoben sind. Also wir haben auch im Unterboden unheimlich heterogene Böden und an der Oberfläche natürlich auch nicht ganz so stark. Aber das stimmt, was du gerade sagst. Also diese einzelflächenspezifische Bewirks- oder diese, ja, also genau, dadurch, dass wir die Bedingungen egalisieren, entfällt auch die Notwendigkeit, eben spezifisch darauf reagieren zu müssen. Genau, das wird sich schon... Deswegen dieses Ganze, was man jetzt immer sagt, Farming 4.0, dieses ganze Digitalisierung, dass da so viel Hoffnung reingesetzt wird. Also ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber es ließe sich, glaube ich, an vielen Stellen vermeiden und es wäre nicht mehr nötig, darauf zu reagieren. Und ich sehe halt wirklich bei mir, also klar, damals im Mulchsaatsystem, ich habe da schon massiv durch eingespart, aber ich merke einfach, die Notwendigkeit, die wird immer geringer. Jetzt sind meine Böden so heterogen, es macht immer noch Sinn, ich werde da nicht mit aufhören. Aber das sollten die Landwirte ja vielleicht auch mal im Hinterkopf halten, dass sich die Systeme komplett ändern können. Das stimmt, ich überlege jetzt gerade, wie sehen unsere Wälder aus. Also wir haben Eichen-Buchen-Mischwälder, sehr buchenlastig bei uns, auf den gleichen Böden, ja, auf auch kopierten, extrem unterschiedlichen Stellen. Und da wachsen überall die gleichen Bäume, da hast du tatsächlich recht. Also man sieht auch keine Wachstumsunterschiede im Wald. Gut, das sind natürlich auch Zeiträume, die man nicht beobachten kann als Mensch so richtig. Aber wenn ich das jetzt mal so spontan überlege, dann könnte da was dran sein, dass man tatsächlich... Immer gut, wenn da jetzt der Sand neben dem Ton wäre, da würde es einen Unterschied sehen. Ja, genau. Aber ist tatsächlich auch diese Heterogenität, die wir beobachten und mit Precision Farming versuchen zu managen, die ist wahrscheinlich erst durch Bodenbearbeitung, durch die Entwaldung und Bodenbearbeitung und Erosion entstanden. Also es ist ein technisch gemachtes Problem, für das wir jetzt wieder eine technische Lösung suchen. Im Grunde, wenn wir das technische Problem nicht schaffen, dadurch, dass wir naturnah arbeiten und keine Bodenbearbeitung mehr machen, dann brauchen wir keine technische Lösung, weil die Natur es selber löst. Genau, habe ich noch gar nicht so durchdacht, aber auch gerade so ein bisschen selber. Also der Gedanke, das kommt mir jetzt auch so spontan. Also also ich habe mit Precision Farming keine praktischen Erfahrungen. Ich habe nicht mal Elektronik auf dem Schlepper, sondern Elektrik, noch ganz alt. Aber dann ist ja auch gut, die kannst du selber noch reparieren, da geht nicht irgendwas kaputt, da ist nicht jeder Servicetechniker, der von irgendwo fern herkommen muss, kostet sofort wieder ein Tausender. Ja. Ne? Ist dann alles nicht nötig. Genau. Nee, also da ist was dran. Also das kann ich bestätigen, was du gerade so... Was ist denn die Fruchtauswahl bei dir? Welche Früchte hast du da alle? Raps, Weizen, Gerste, wie früher auch. Wobei wir von der Wintergerste bin ich jetzt gerade abgegangen, weil die Wintergerste diese nassen Winter irgendwie nicht mag. Also die Etablierung in Direktsaat ist kein Problem und die sieht auch sehr gesund aus, wenn sie in den Winter geht.
Aber dann haben wir im Frühjahr kalte, nasse Böden, wenn die Wintergerste eigentlich früh durchstarten müsste. Und das ist irgendwie mag sie das nicht. Ich habe deshalb mich jetzt entschlossen, von Wintergerste Abstand zu nehmen, werde ein bisschen Sommergerste anbauen oder ausprobieren. Und habe dann mit Beginn der Direktsaat Hafer und Ackerbohnen mit aufgenommen. Mhm. Mache ich auch immer noch. Habe jetzt noch Triticale dazu genommen als GPS-Nutzung für eine benachbarte Biogasanlage und habe seit ein paar Jahren Grassamenvermehrung im Betrieb. Mhm. Und durch diese Grassamenvermehrung ist eben auch das Ziel, noch schneller den Bodenaufbau hinzubekommen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es geht zu langsam, die Verbesserungen sind da, aber wir müssen irgendwie so über den toten Punkt kommen erstmal. Mhm. Und das erhoffe ich mir jetzt mit dem Grassamenanbau, dass ich da den Boden jetzt durch 3 Jahre Grasbedeckung so weit kriege, dass er eben über diesen toten Punkt kommt und wir schneller vorankommen in der Bodenfruchtbarkeitssteigerung. Könnte vielleicht auch gegen Fuchsschwanz helfen, dass der dann... Das, so genau, das ist auch eine Hoffnung, das stimmt. Aber wie gesagt, also der Fuchsschwanz ist da und ich glaube, er wird auch immer da bleiben, also da, wo er ist. Und er verbreitet sich ja auch. Das Interessante ist, er wächst nicht überall auf dem Feld. Also das beobachten auch die Bodenbearbeitung machen. Er wird dann mit Bodenbearbeitung, mit Mähdrescher eigentlich verteilt über das ganze Feld, aber er wächst immer auf den gleichen Stellen überwiegend. Wo es ihm aus irgendwie einem Grunde gut passt. Aus irgendeinem Grunde, genau. Und diesen Grund müssen wir im Grunde beheben, wenn wir ihn kontrollieren wollen. Und genau das ist ja auch das, was die Natur macht. Also sie nimmt ja Grundlagen, um für jemand was anderes Vorteile zu verschaffen. Und das müssen wir als Ackerbauern im Grunde auch wieder lernen, dass wir die Grundlagen so verschieben, mit natürlichen oder naturnahen Methoden, um für uns das erträglich oder den Vorteil zu gewinnen. Mhm. Und das ist bei den anderen Unkräutern auch ähnlich. Also da gibt es auch Unkräuter, die mal auftreten. Auch Trespe habe ich mal einen Schlag ganz furchtbar ein Jahr viel Trespe drin gehabt, dass wir sogar häckseln mussten, vorsichtshalber. Habe danach dann eine frühe Zwischenfrucht gesät, ganz normal Direktsaat weitergemacht und die Trespe ist nie wieder aufgetreten seitdem. Da fragt man sich ja so ein bisschen, wo kommt die auf einmal her und plötzlich ist er gar nicht mehr. Das lässt sich ja nicht nur mit dem Samenpool im Boden dann erklären. Ne? Das glaube ich nicht. Es sind einfach die Umweltbedingungen, die sich ändern. Also der Samenpool ist da. Der wird auch über Jahrzehnte da bleiben. Genau. Wenn das Prinzip funktionieren würde, was uns gelehrt wurde im Grunde, dass wir Samen, das Aussamen verhindern müssen, dass wir eine flache Bodenbearbeitung machen, um die Unkrautsamen zum Keimen zu bringen, um dann zu vernichten und immer dieses zum Keimen anregen und vernichten, wird ja seit Jahrhunderten gemacht. Ja. Wenn das funktionieren würde, dann wären die Ackerunkräuter Europas ausgestorben, zumindest auf unseren Feldern. Also das ist der Beweis, dass das Prinzip nicht zum dauerhaften Erfolg führen wird. Wir haben es ja ein paar Jahre mit der Trespe probiert, immer wieder durch und gedacht, oh ja, da ist jetzt wieder eine Welle und jetzt können wir die wieder kaputt machen. Und das wurde ja nicht besser damit, das hat ja gar nicht funktioniert. Genau. Und dann 1-2 Jahre Direktsaat und auf einmal ging es in die ganz andere Richtung. Ja. Du hattest gerade gesagt, also Raps hast du auch in der Fruchtfolge. Auch den Raps kriegst du auch insektizidfrei hin bei euch. Ja. Das ist ja auch mal eine gute Aussage. Aber wie gesagt, wir sind da klimatisch oder regions natürlich in einer ganz anderen Situation. Auch die Nachbarn, sag ich mal, kommen mal eine Spritzung gegen Rapskäfer aus. Oder also deutlich weniger, als man es schon 100 Kilometer weiter südlich hört. Also da sind wir wirklich in der Gunstregion in der Beziehung noch. Ne, das muss man schon so sagen. Aber ich komme tatsächlich bisher ohne aus. Ja. Das ist ja auch nochmal eine klare Aussage, dass diese ganzen Gesetzgebung für ganz Europa oder für ganz Deutschland oder wie auch immer eigentlich nichts taugen, weil wir haben ja so viele Unterschiede im Land drin. In der einen Region, habe ich jetzt dazugelernt, geht es ganz einfach ohne Insektizide. In anderen Regionen kriegen die direkt zuerst vielleicht im Getreide hin, aber nicht im Raps. Aber dafür sind wir ja viel, viel niedriger mit den Fungiziden. Also jegliche pauschale Gesetzgebung, die ist ja völlig überflüssig. Die bringt ja gar nichts eigentlich. Vielleicht noch mal kurz zurück zum Anfangsthema von der Bodenstabilität. Es ist ja nicht nur einmal der oberflächliche Abfluss. Du hast ja auch mal gemessen, wie sagt man, den vertikale Erosion über die Drainage später. Genau, also ich habe mal verschiedene Versuche gefahren, sowohl auch die Aggregatstabilität im Oberboden verglichen von meinen Flächen mit bearbeiteten Nachbarflächen. Und konnte da eben schön sehen, dass tatsächlich die Aggregate stabiler sind.
Also nicht so zerfallen im Wasserbad. Und habe das dann übertragen. Wir haben ja nun mal sehr viel Regen und sehr viele Drainagen, die dann auch tüchtig laufen im Winter. Und habe dann untersucht, ob sich das auch in dem Drainagewasser widerspiegelt. Weil wenn die Bodenpartikel an der Oberfläche zerfallen, und wird es mit dem Regen ja nach unten gewaschen und muss ja irgendwie in die Drainagen gelangen, zwangsläufig, wenn die Partikel nur fein genug sind. Grobpartikel natürlich nicht. Und genau das habe ich eben mal an Proben genommen und jetzt nur visuell verglichen. Also ich habe es eben in Gläser nebeneinander gestellt und da konnte man ganz klar sehen, dass die Wasserproben von den Direktsaatflächen klarer sind und die anderen trüber. Was eben ein Hinweis ist, dass wir eine innere Erosion haben, dass Feinstpartikel ausgewaschen werden aus Bodenbearbeitungsflächen. Ich glaube auf Twitter, da hatte ich auch mal so ein paar Videos gefunden, mal von den Engländern, die hatten es ähnlich, da war es wirklich sogar richtig im Graben zu sehen. Ne? Ja. Also. Das habe ich auch, wobei das natürlich auch viel Oberflächenabfluss ist dann. Also das habe ich auch Videos gemacht, wo ich, also wenn wir so viel Regen haben, dann läuft es bei uns eben auch in den Senken zusammen. Das lässt sich gar nicht verhindern, vor allem wenn er schnell kommt. Und da habe ich bei mir auf den Direktsaatflächen eben Oberflächenwasserproben abgeschöpft aus einer überschwemmten Senke und beim Nachbarn genauso. Und da sind noch viel gravierendere Unterschiede. Ne? Also da, weil das Wasser natürlich läuft oberflächlich und eben viel mehr Bodenpartikel mitreißt. Aber ich weiß es noch, ich war auch damals wirklich froh, dass du die Bilder da gezeigt hast, weil bei mir kriege ich das nie hin. Ne? Wenn du keinen Regen hast, dann kann auch nichts ja, ne? Klar. Es ist auch viel zu flach, der Sand, der nimmt es auf. Und wenn ich mal im Münsterland bin, Da müsste ich ja echt flott sein, dass ich das irgendwo schnell mal aufnehmen kann. Mhm. Siehst du sonst noch Vorteile an dem System? Oder vielleicht für dich persönlich, betrieblich? Oder? Ja, also es macht die Sache ein bisschen entspannter. Also man hat eben eine weitere Fruchtfolge, man hat eher Risikostreuung. Es ist nicht mehr ganz so... Ja, intensiv vielleicht. Man hat natürlich auch Kulturen drin, die extensiver sind. Dafür muss man sich natürlich mit neuen Sachen beschäftigen, also neuen Kulturen. Auch ganz anderen Anforderungen, was wir eben sagten, die Umweltsachen beachten, den Boden verstehen. Also ich habe ganz viele Sachen neu lernen müssen, nach einer eigentlich umfangreichen Ausbildung schon, aber einfach auch Sachen lernen müssen und verstehen müssen, die bisher mir nicht gelehrt wurden. Und vieles vergessen. Ja, wahrscheinlich auch, genau. Und dazu kommt, Lifestyle-Entscheidung, aber es ist schon, also man lebt die Direktsaat irgendwie ganz anders, als ich es früher mit der Bodenbearbeitung gemacht habe. Das war einfach nur ein technischer Prozess und heute sehe ich das so ein bisschen doch schon als eine Lifestyle-Entscheidung, sich einfach für den Boden zu interessieren, zu bedenken, welche Auswirkungen hat das, was ich mache, gut wie schlecht? Wie kann ich was beeinflussen? Das waren Sachen, über die habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Und viele sagen immer, du hast ja musst ja viel mehr Zeit haben, die ganzen Schlepperstunden, die man mit Bodenbearbeitung verbringt. Das stimmt, also auf dem Schlepper sitze ich viel weniger, aber es sind eben ganz andere Zeiten. Also eben sich mit beschäftigen, nachgucken, aufmerksam sein, neue Sachen sich aneignen, auch Schlussfolgerungen zu ziehen, was wir jetzt gerade eben mit dem Wald gesagt haben. Das sind so Sachen, die beschäftigen einen natürlich. Man macht Beobachtungen und sucht nach Erklärungen, und die gibt es in keinen Büchern, zumindest nicht die ich kenne oder an keiner Universität, sondern ich habe schon ganz viele Schlussfolgerungen für mich, zusammen auch mit anderen natürlich, im Austausch gezogen und dadurch ganz viel gelernt. Und das ist natürlich einerseits natürlich auch ein Erfolgserlebnis, das ich nicht mehr missen möchte. Also ich möchte eigentlich deshalb schon nicht mehr zurück zur Bodenbearbeitung, weil das einfach, gedankenlos, doch eigentlich, es ist gedankenloser, die Bodenbearbeitung. Also man folgt einfach Schritten, die vorgegeben sind. Einem gewissen Rezept, sage ich das. Genau, das Rezept gibt es in der Direktsaat natürlich auch, aber es ist viel, viel breiter. Also es ist, und das ist auch ein Beweggrund für mich. Also ich sage mal, der Beruf des Landwirts und aus Boden, Sonnenlicht und Wasser und Nährstoffen Nahrungsmittel zu erzeugen, gibt ja viel mehr Potenzial her als das, was ich früher mit Flug- und Kreiselecke und Düngerstreuer und Spritze gemacht habe, auch für mich als Landwirt. Also das ist ja ein unheimlich vielfältiger Beruf, der unheimlich ganz, ganz viele Nuancen hat. Und wir haben eben im Grunde
mein Berater konnte mir schon 2 Jahre im Voraus sagen, wann ich oder zumindest in welcher Woche ich im Winterweizen welche Spritzung setzen soll, welche Spritzfolge sozusagen. Das war klar, ne? Das war eigentlich klar, noch ein bisschen hin oder her, je nach Witterung, aber eigentlich war klar, wann wird was gemacht, damit das Ergebnis, also mit den Inputs XY, damit das Ergebnis Z bei rauskommt. Und das ist eben in Direktsaat viel, viel interessanter und auch, aber auch anspruchsvoller geworden, aber für mich viel befriedigender. Also es ist eben, und da bleibt dann auch ganz viel Zeit. Also deshalb die Zeit, die ich nicht mehr auf dem Schlepper sitze, geht jetzt für andere Sachen drauf, die mich aber zufriedener machen. Mhm. Sehe ich genauso. Jetzt haben wir gerade in den neuen Bundesländern, du hast ja Betriebe mit Mitarbeitern. Das macht es ein bisschen schwieriger. Die Mitarbeiter haben dann weniger zu tun oder du musst dir was anderes für die Mitarbeiter überlegen und hast ja dann diese ja, ich sag mal so Erntezeit, Saatzeit, wo dann halt richtig viel los ist und zu den anderen Zeiten ist ja nichts mehr. Wo früher mal so den ganzen August konnte ich einfach sagen, so rauf, runter alle Flächen durchackern und wenn du damit fertig bist, fängst du bei denen wieder an. Aber man für einen selber definitiv, das macht viel mehr Spaß, das macht viel mehr Freude, man kann beobachten. Das ist ja das, was eigentlich den Landwirt ausmachen sollte. Oder im Amerikanischen sprechen die ja viel vom Soil Caretaker. Okay. Da bewegen wir uns ja dann eigentlich schon hin. Könntest du dir das nochmal vorstellen, nochmal Bodenbearbeitung zu machen oder deinen Betrieb in einem Bodenbearbeitungssystem zu fahren? Also praktisch, technisch kann ich mir das natürlich vorstellen, weil ich weiß ja, wie es geht. Aber also vom Herzen her, nee. Also ich sehe auch alle Nachbarn rundherum machen ja mehr oder weniger althergebrachte Bodenbearbeitung, versuchen natürlich auch mal was Neues, aber ganz oft fahre ich an den Feldern vorbei, natürlich auch wenn die Bedingungen natürlich auch nicht so gut sind, und denke mir, oh Gottes Willen, wenn ich das machen müsste, mir würde das Herz bluten. Ne? Also die also einfach aus der Erfahrung, die ich jetzt habe und dem, was ich beobachte und die Veränderungen, die ich sehe, betrachte ich das, was ich früher genauso gemacht habe, wie die Nachbarn jetzt auf der anderen Seite vom Knick, mit ganz anderen Augen und fahre oft dran vorbei und denke, Gott sei Dank, dass es nicht mein Feld ist. Also damit könnte ich jetzt heute Nacht nicht schlafen, wenn ich das so machen müsste, weil ich eben in diesem Bodenbearbeitungssystem gefangen bin und die Maschinen habe und die so einsetzen muss, um ein Ergebnis in Folge zu produzieren. Ich glaube, das geht ja ganz vielen Direktsehern so. Oder sie sind ja eigentlich mal vielleicht so aus ein oder zwei Gründen zu dem System hingekommen, weil sie irgendwie ein Problem lösen wollten oder halt die Erosion loswerden wollten oder sonst was. Mhm. Und haben dann, wie du vorhin am Anfang auch schon gesagt hast, so nach und nach gesehen, oh Mensch, da passiert was, da passiert das. Und hier sind die ganzen Vorteile. Und irgendwann hat man diese ganzen Vorteile alle drin und sagt sich, boah, verdammt nochmal, nee, ich kann das nicht mehr. Ne? Oder vielleicht war man auch früher so ein bisschen, da kommen wir ja praktisch wieder zu dieser Pyramide hin in der Erfüllung oder wie auch immer. Es war ja ein recht mechanisches, einfaches System und man hat geguckt, wie kann ich irgendwann hier und da noch an so einer kleinen Schraube drehen, um Geld zu verdienen. Das war ja, sag mal so, das ist ja da mehr so die Denkensweise. Wie kriege ich das ganze System rum, dass genug bei rumbleibt, der Betrieb vielleicht wachsen kann oder nicht verschwindet oder was auch immer. Mhm. Und jetzt in der Direktsaat haben wir ja quasi so die Basics sind häufig erfüllt und wir können uns über die anderen Dinge Gedanken machen. In dieser Selbstbestimmung oder wie auch immer man das sieht, ne? Von der Ebene her. Ne? Genau, aber also man muss auch immer die andere Seite mal, oder ich versuche auch immer mal die Position meiner Nachbarn beispielsweise einzunehmen. Also ich kann mich ja noch sehr genau daran erinnern, wie ich Bodenbearbeitung gemacht habe. Ich fand es zum Beispiel immer sehr erfüllend zu pflügen. Also dieses Pflügen fand ich eigentlich, hat mich eigentlich immer sehr zufrieden gemacht, weil ich das nur unheimlich, oder das Ergebnis vielmehr. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es war, wenn bei uns dann so ein größeres Feld und man irgendwie am Ende war ein Berg, man war oben auf dem Berg und hat dann im Grunde, konnte so runtergucken, das ganze Feld war gepflügt oder war frisch gesät und das war so, ja, dieser Geruch vom frisch gepflügten Boden seit Kindheitstagen, Tau morgens und der Dampf über den Furchen und so Sachen, die einen als Bauern eigentlich auch echt, auch mich, total zufrieden gemacht haben und so ein frisch gesätes Feld, wo man dann die letzte Spur gezogen hat auf dem Vorhang und dann wegfährt und sich noch umdreht und denkt so, super, sieht richtig, richtig geil aus. Da habe ich auch echt eine tiefe Befriedigung früher gehabt und sehe das auch immer noch, wenn ich dran vorbei denke,
sieht ja schick aus. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt Direktsaat gemacht habe, irgendwie in Getreidestoppeln da was reingesät habe und vom Feld fahre, ganz ehrlich, das ist nichts, wo ich wegfahre und stolz drauf bin und sage, Mensch, das sieht toll aus. Das sieht einfach nicht toll aus. Du siehst ja auch nicht, dass du was geschafft hast. Ne? Ja, so gut, anders, genau. Aber von daher kann ich natürlich auch die meine Nachbarn oder alle anderen verstehen, wenn die bei mir vorbeifahren denken, oh Gottes Willen. Ja, ne? Was macht der da? Ja, was macht der da? Aber da steckt für mich oder für die Direktseher natürlich was viel Tieferes dahinter. Also dieses... Gefühl der inneren Zufriedenheit mit der getanen Arbeit, die fehlt als Direktseher tatsächlich manchmal. Also das muss ich auch ehrlich eingestehen. Also man macht da manchmal was auf dem Feld, wenn man da einsät und dreht sich um und denkt, das sieht jetzt schon scheiße aus. Das ist einfach so. Aber dann muss man 2 Wochen weg, wenn genau, es wieder grün wird. Genau, wenn es dann alles grün ist, dann ist der Stolz wieder da und die Zufriedenheit und Spruch von mir ist auch, wenn Leute mich gefragt haben, immer, dass man muss eben lange weggucken oder ja, tolerieren mit seinem inneren Schweinehund, den einfach beiseite schieben, zu Pfingsten. Zu Pfingsten muss es besser aussehen als bei den Nachbarn. Das ist eigentlich das Ziel. Ja, das passt. Und das passt auch meistens, genau. Aber das stimmt, das hast du gerade schon ganz gut gesagt. Das weiß ich auch noch früher, weil, ich sag mal, bei uns war ja bei einer Mulchsaat. Aber wenn es dann nachher so schön gleichmäßig war, du konntest sehen, das Stroh, die Stoppeln, ist alles schön gleichmäßig verteilt, es war sauber in die Ecken gearbeitet oder was auch immer und du konntest richtig sehen, es ist was fertig geworden. Ne? Klar, den Bodengeruch noch dabei, das kenne ich ja genauso aus dem Münsterland von den Kindheitstagen, wenn wir da früher noch gepflügt haben. Das hat ja so einen ganz einmaligen Geruch. Ne? Der bleibt drin hängen, auch in der Köpfe. Was waren denn bei dir, bei der Umstellung in den ersten Jahren oder vielleicht auch heute immer noch, was waren die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen? Das war jetzt mal ein bisschen von dem, was haben wir erreicht, zu dem, wie haben wir es erreicht, wie machen wir es? Komm. Da sind wir wieder beim Regen. Also die größten Probleme, die ich gehabt habe, waren einfach zu viel Regen. Die Saat haben verfaulen lassen. Also das ist im Grunde das größte Problem und auch die größte Angst, die ich immer habe bei der Direktsaat, den Bestand erstmal zu etablieren. Das ist natürlich einerseits auch ein technisches Problem, dass man nicht zu viel Stroh hat oder auch die Saat überhaupt so platzieren kann, wenn man viel Stroh hat, dass es auch wirklich zum Wachsen kommt. Aber bei mir kommt dann immer dazu, bei der Herbst, im Frühjahr kann es auch schon mal ein Problem sein, habe ich auch schon einmal gehabt. Also im Herbst vor allem, wir haben bei uns das Problem, dass, ich sag mal, ab 1. Oktober haben wir nicht mehr genug Verdunstung, um normalen Regenschauer im Grunde wieder wegzubekommen. Das heißt, haben wir früher auch schon gemacht, das Wintergetreide Ende September zu sehen. Mittlerweile versucht man es wieder ein bisschen später zu machen, mit dem Ackerfuchsschwanz ein bisschen die Grundlage zu entziehen. Aber das kann und will ich nicht. Einerseits muss ich ein bisschen früher sehen. Also im Faustregel ist ja im Herbst 2 Wochen früher zu sehen, um die gleiche Vorwinterentwicklung zu haben wie bisher mit Bodenbearbeitung. Denn was für die Unkrautkräuter gilt, dass die sich langsamer entwickeln, gilt für die Kulturpflanze genauso. Also auch die wächst nicht so schnell wie unter Bodenbearbeitungsbedingungen, weil der Boden kälter ist, nicht so viele Nährstoffe sind und. Im Frühjahr ist es andersrum, da sehe ich im Grunde 2 Wochen später als unter Bodenbearbeitung, weil der Boden eben auch da langsamer abtrocknet und man sonst nicht die Saatbedingungen hat. Da muss man also die Nerven bewahren und ein bisschen natürlich hoffen, dass man den optimalen Termin von der Tageslänge und so nicht verpasst oder früher raufkommt. Das ist ein bisschen, im Frühjahr ist das ein bisschen, muss man einfach Glück und Nerven haben. Hat bisher immer irgendwie geklappt, aber das ist nicht ganz so einfach. Im Herbst ist es, früher Anfang ist einfacher. Ne? Also da zu warten, ist immer schwieriger als loszulegen. Und da bin ich eben im Herbst jetzt, so wie wir es früher auch oder in den 90ern auch schon gerne gemacht haben, um den 20. September den Winterweizen zu sehen, sodass man am 25. fertig wird. Wenn dann doch nochmal ein paar Regentage sind und es der 30. wird, ist ja auch okay. Aber eben die Erfahrung, dass wir ab, kann auch mal der 28. September sein oder der 8. Oktober oder auch mal vielleicht der 15. Oktober, aber dass irgendwann der Tag kommt, wo wir einfach einen kräftigen Regenschauer kriegen oder einen Regen kriegen und der Boden dann nicht mehr trocken wird, um ohne Schäden anzurichten, auch in Direktsaat die Saat etablieren zu können. Und was noch dazu kommt,
je früher ich sehe, umso schneller läuft das Getreide auch auf. Und das ist eben die kritische Phase, also zwischen dem Tag der Aussaat und dem Tag, wo das Feld grün ist, ist für mich als Direktseher mit immer diesem Damoklesschwert Regen im Herbst über dem Kopf die kritische Phase, in der ich unruhig bin, weil die Pflanzen oder die keimende Saat, wenn dann Regen kommt, im Saatschlitz verfaulen kann. Und das habe ich schon mehrfach gehabt. Sobald die Pflanzen grüne Blätter haben, können sie über die Blätter atmen. Da können sie auch ein paar Tage im wassergefüllten Saatschlitz überleben. Aber bevor sie die Blätter rausschieben, verfault die Saat dann tatsächlich im Saatschlitz. Das habe ich schon mehrfach gehabt, weil wir auch eben ein bisschen anderes Wetter haben. Also ich glaube, in Süddeutschland ist es oft so, dann gibt es nur 50 mm Regen und 3 Stunden später scheint die Sonne. Und dann hast du am nächsten Tag wieder 10 mm Verdunstungsrate gehabt. Und bei uns ist eben die Luftfeuchtigkeit und auch der Regen kommt anders. Also es gibt dann, wenn wir so eine Regenphase haben, dann gibt es mal 5 mm, nächsten Tag 8, dann wieder 3, dann 12. Mhm. Und da haben wir dann schnell 5, 8 oder 10 Tage jeden Tag Regen und ganz wenig Sonne. Also null Verdunstungsrate, aber jeden Tag wieder was dazu. Und das macht eben bei mir auf den Lehmböden das Problem, dass eben dieser Saatschlitz dann dauerhaft nass ist. Und die Saat, bevor sie aufläuft, dann auch im Saatschlitz verfaulen kann. Dann fragen sich vielleicht die Praktiker, würde eine Zinken-Direktsaatmaschine da vielleicht eher gehen oder bringt ihr das zu viele andere Probleme dann? Nee, ja, genau das ist ja so die Lehrmeinung, die auch nicht ganz unberechtigt ist. Mhm. Und ich fing an 2007, 8, 9 habe ich dann Versuche gemacht mit der Direktsaat und war mir dann sicher, dass es gut funktioniert und habe dann ganz umgestellt auf 100% Direktsaat. 2010 war es nass, 2011 war es richtig nass und 2012 war es scheiße nass. Das war also Katastrophe. Also wurde jedes Jahr, das Schlimme wurde jedes Jahr noch schlimmer. Und dann 2012 da hatte ich eben schon diese schlechten Erfahrungen gemacht, dass die Saat wirklich auch verfault auf einigen Schlagteilen, also nicht ganz flächig, aber immer so, da hätte man eine Bodenkarte nachzeichnen können, da wo was wächst und wo nichts wächst. Und habe mir dann im Oktober 2012 kurz entschlossen eine Zinkensämaschine gekauft, aus genau dem Grund, weil ich dachte, wenn jetzt was geht, dann müssen wir es mit dem Zinken versuchen. Hatte Glück, da was Gutes gebraucht zu finden. Hab die geholt, noch mit Direktschalen umgerüstet und dann was versucht. Und dann war immer wieder Regen und dann ein paar Tage trocken. Dann dachte man, so geht's jetzt, übermorgen ist wieder Regen. Und habe dann unfreiwillig, aber auf einem Feld Spur an Spur mit dem Zinken und mit der Scheibe gesät. 30. Oktober, glaube ich, war das. Und danach hat es bis Ostern nur noch geregnet. Und das war also Extrembedingungen. Und es war kein Unterschied zu sehen am Feldaufgang. Also es war wirklich, wenn das Wetter gegen dich ist, dann hilft auch keine Technik mehr. Es ist wirklich, dann liegt es an der Natur. Mhm. Und das war die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Also der Zinken hat in vielen Fällen ja Vorteile, gerade wenn wir viel Stroh haben. Das Stroh beiseite zu räumen, ein bisschen freieren Saatschlitz zu haben. Also im Grunde nach einer Getreidevorfrucht, wenn ich Häckselstroh habe, nehme ich immer den Zinken. Mhm. Wegen Hairpinning und ein bisschen Freiräumen und eine sichere Saatplatzierung zu haben. Im Frühjahr nicht mehr. Also wenn ich Häckselstroh habe und im Frühjahr komme, dann bricht das wie Glas auseinander. Dann kann ich mir mit der Scheibe sehen. Aber im Herbst, also wir sind ja auch Spätdroschgebiet und Frühsaatgebiet. Das heißt, wir haben ja nur 4-6 Wochen zwischen Mähdrosch und Wintergetreide Aussaat, oder Zwischenfrucht in dem Fall in der Regel. Aber das mache ich immer mit dem Zinken und so nach Raps, nach Bohnen im Frühjahr, das mache ich alles mit der Scheibe, weil es einfach weniger Bodenbewegung macht, was wir eigentlich wollen. Eigentlich ist ja Low Disturbance das Ziel. Und der Zinken, der Kompromiss, den man eingehen muss, um unter schwierigen Bedingungen mit viel Häckselstroh im Besonderen eben trotzdem Direktsaat machen zu können. Genau, das ist ja immer die Frage, wie viel Kompromiss muss ich eingehen an meinem Standort? Ja. Es gibt Orte, da kann man ja wirklich ultra-low disturbance gehen, das ist ja bei uns gar kein Thema. Mhm. Bei der Scheibendrille siehst du bei eurer Feuchtigkeit mit dem Hairpinning große Nachteile, weil du gerade schon sagtest, du nimmst dann da lieber die Zinkenmaschine. Weil es gibt auch Leute, die sagen, es läuft sowieso auf, die merken da nicht viel, dass es Schwierigkeiten macht. Also gerade in den feuchten Gebieten.
Ja, das ist eine gute Frage. Also von der Systematik nehme ich eben lieber den Zinken, weil ich mir da auf der sichereren Seite bin. Mhm. Aber ich habe auch mal Versuche gemacht, also ich sag mal, ich habe den Weizen gesät nach Bohnen und wollte dann in den Getreidestoppeln noch weiter sehen und habe dann den Saatkasten nicht leer gemacht, sondern den dann dort leer gefahren. Also bin mit der Zinkensämaschine, um noch die letzten 100 Kilo aus dem Saattank loszuwerden, schon mal hinten in der Ecke, wo es keiner sieht, dann einfach in die Getreidestoppeln mit Hairpinning das Getreide reingesät. Und war mir ziemlich sicher, dass das nicht gut ist, was ich da gemacht habe. Mhm. Aber wenn die Natur mitspielt und das Wetter dann passt, hat in dem Fall gepasst und ich konnte im Frühjahr keinen Unterschied sehen. Mhm. Aber Jahresfrage. Ich glaube auch. Also hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Garantien gibt einem keiner. Man muss, also ich sehe den Zinken als eine Art Versicherung in dem Fall. Mhm. Nicht als Patentrezept. Also es geht ganz sicher auch ganz viel mit der Scheibe. Aber wenn es dumm läuft, dann habe ich das Gefühl, dass der Zinken einfach ein Stück weit eine Versicherung ist. Mhm. In solchen Häckselstroh-Situationen zum Beispiel. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema angesprochen, Späternte, frühe Saat. Wenn wir dann jetzt so denken, dass das Ganze ist ja Immosystem, immer grün, könnte man es ja so ein bisschen nennen. Da ist ja häufig keine Zeit mehr für eine Zwischenfrucht oder bei euch geht es vielleicht noch weiter, im Norden wird es noch schwieriger. Mhm. Wie machst du das da genau? Oder sagst du einfach, okay, Kultur an Kultur ist auch kein Problem, hat man ja auch die lebendigen Wurzeln. Was machst du da? Genau, also eine Zwischenfrucht lohnt sich eigentlich nur nach einer frühräumenden Vorfrucht. Und da haben wir eigentlich fast nur die Wintergerste so richtig bei uns, wo man dann auch im Herbst nichts anderes mehr sehen möchte. Dann kommt der Raps, da kommt natürlich super ein Weizen nach. Dann kommt der Winterweizen Mitte August. Natürlich auch in der arbeitswirtschaftlichen Situation, wo man nicht immer gleich am nächsten Tag losfahren möchte oder kann. Da entscheide ich dann, da kommt es wieder auf die Nachfrucht natürlich drauf an, was will ich danach machen. Also wenn üblicherweise dann eine Frühjahrsfrucht, dann sehe ich da noch eine Zwischenfrucht rein. Der Ausfallweizen ist auch nicht schlecht, also es ist ja doch immer ein gewisses Ausfallpotenzial da. Der macht natürlich auch ein bisschen Begrünung, aber als Zwischenfrucht kommt dann im Grunde großkörnige Sachen, also Bohne, Erbse, je nachdem vielleicht noch Hafer, aber alles Feinkörnige ist unter meinem Klima und Bodenbedingungen nicht immer von Erfolg gekrönt. Also da bin ich eher von ab, also eine relativ einfache Mischung. Gerne Leguminosen, die dann auch, ich sag mal, im Oktober dann wirklich noch was hinlegen an Wachstum und den Boden ein bisschen aufschließen. Und ansonsten, wenn Tritikale oder irgendwas nach Hafer zum Beispiel, dann wird eben Anfang, Mitte August der Hafer gedroschen und dann wird er Mitte September schon wieder gesät. Also da geht keine Zwischenfrucht. Das ist dann einfach, Kultur auf Kultur. Ja, ich denke mal, da muss der Landwirt auch einfach schauen, was geht bei den klimatischen Bedingungen, die ich habe. Weil viele, die kommen ja daher, die lesen in der Theorie, was alles sein muss. Und je weiter ich vom Äquator weg bin, desto schwieriger wird das einfach. Ich muss irgendwo schauen, so okay, das wäre schön. Was davon kriege ich hier bei mir unter meinen Bedingungen hin? Und da gibt es kein richtiges Patentrezept. Da gibt es die Grundlagen, die man einhalten muss. Und alles weiter muss man schauen. Ne? Und auch wieder das Wetter dazu. Ne? Also wir haben ja auch schon Jahre gehabt, wo wir dann froh waren, gerade so das Getreide ernten zu können, weil es immer wieder geregnet hat und die Böden schon grenzwertig nass waren. Dann macht es keinen Sinn mehr, da noch eine Zwischenfrucht reinzusehen. Also denn ich hab schon Jahre gehabt, wo wir, oder ein, zwei Jahre, wo ich auch keine Herbstaussaat mehr gemacht habe, weil es einfach zu nass war. Also ich habe immer gewartet und gewartet und dann irgendwann die Wintergerste weggestellt, die Saat, dann später in den Weizen weggestellt und die Scheunentore zugemacht, weil es keinen Sinn hatte. Und dann waren auch keine Zwischenfrüchte gesät, aber immerhin waren die Stoppeln intakt, Ausfallgetreide wuchs ein bisschen und am Ende war ich froh, das so entschieden zu haben, weil die Bodenbearbeitung gemacht haben und auch, wie ich es ja gedacht hätte, eigentlich das erzwingen wollten, auch furchtbaren Schaden zum Teil angerichtet haben. Ne? Das ist ja häufig in allem, egal welche Region eigentlich. Genau. Ne? Und das hätte ich mit Direktsaat zwar nicht diesen
heftigen Schaden am Boden angerichtet, aber trotzdem Totalschaden wahrscheinlich als Kultur wieder angerichtet. Und von daher muss man dann auch die Nerven haben und auch die, ja, das Selbstbewusstsein zu sagen, es geht nicht, es hat wirklich keinen Zweck unter diesen nassen Bedingungen. Man kann es nicht erzwingen, ne? Ja. Zu diesem ganzen Thema Diversität, hast du mal was probiert mit Untersaaten, mit Mischfrüchten oder geht das bei euch eher nicht so gut? Ne, geht nicht, würde ich nicht sagen. Also das, aber man muss natürlich auch ein Ziel damit haben, was will ich mit Mischfrüchten oder Untersaaten erreichen? Also ich sehe natürlich schon Vorteile, was man machen könnte, aber ja, letztendlich ist es dann bei mir so ein bisschen an der Vision gescheitert, was will ich damit machen und auch am Praktischen. Also irgendwie, man kann sich nicht mit allem beschäftigen. Also ich habe dann auch irgendwann erkannt, sind alles ganz tolle, super interessante Themen und man könnte dies noch probieren und das noch probieren, aber irgendwann mental und auch zeitlich, man kann nicht alles machen. Ja. Man muss sich auf Sachen konzentrieren, vorzugsweise natürlich die auch klappen, wo man Erfolge gehabt hat. Und auch immer mal was Neues ausprobieren, aber wenn man sich nachher immer nur in Versuchen verzettelt, dann bringt es auch nicht weiter. Und deshalb habe ich dieses Thema Mischfruchtanbau nicht praktisch umgesetzt. Was ich mit als Untersaaten mache, die Grassamenvermehrung. Also ich sehe im Hafer das Gras gleich mit an, was ich im Folgejahr als Samenvermehrung ernten will. Das wird gleich mit etabliert. Das funktioniert auch super. Könnte ich mir mit anderen Pflanzen auch vorstellen, aber wie gesagt, da fehlt mir dann auch die Kapazität zu. Ja, ich sag mal, du musst natürlich auch ein bisschen schauen, wenn ich jetzt immer Früchte zusammenmische, ich kann die ja nachher nicht alle 2 Jahre da stehen haben. Klar, es geht ein bisschen besser, wenn es nicht als Monokultur dasteht, aber hält schon besser. Und dann ist ja die nächste Sache, wenn ich jetzt relativ ein Blatt Krautwechsel hinkriege, habe ich mit den Herbiziden ziemlich einfach. Aber wenn ich jetzt immer eine Mischkultur da habe, genau. Also ist bei mir ähnlich. Man probiert ein, zweimal was aus, irgendwann, ach nee, komm, gescheitert, man beschäftigt sich lieber mit anderen Sachen. Ne? Genau, also ich hätte gerne auch, also ich bin jetzt das zweite Jahr mit Triticale zur GPS-Nutzung am Start oder habt ihr jetzt stehen. Hätte da gerne mal so einen Wickrocken ausprobiert. Aber das wurde bei mir in der Region auch schon von verschiedenen gemacht und dann ist auch nicht so einfach. Also die Wicken überwuchern dann nachher den Roggen, dann frisst der Häcksler sich da dran fest oder kriegt es nicht richtig rein. Und da sind dann auch ganz viele praktische Probleme, die eigentlich, also ackerbaulich fände ich das total sinnvoll, gerade auch in der Direktsaalsituation, aber ja, dann sind immer, wenn der Lohnunternehmer dann wütend ist, weil der Häcksler das nicht frisst und ne, da sind so Sachen, die man natürlich auch nicht selber in der Hand hat immer. Das muss man immer alles auch zu Ende denken. Und ja, man muss sich dann keine Probleme noch machen, die man... Genau, Risiko minimieren. Ja, genau. Also wie gesagt, man kann sich nur mit einer begrenzten Anzahl Dinge beschäftigen und da bevorzuge ich dann gerne auch die Sachen, die ich schon mal erfolgreich umgesetzt habe. Das immer nur was Neues kann man nicht. Was hat sich sonst noch bei dir am Betrieb verändert? Du sagst es schon, die Saattermine haben sich verändert, der Pflanzenschutz hat sich verändert. Ist sonst noch irgendwas bei der Düngung oder bei Mäuse, Schnecken, Wildfraß, Wildschweine oder was auch immer? Was beobachtest du sonst noch oder wo musstest du reagieren? Das stimmt. Also Schnecken, sagte ich schon, sind seit den 90ern generell ein Problem bei uns geworden. Sind in der Direktsaat zuerst... Ja, ich würde fast sagen, schlimmer geworden. Aber haben sich dann, hängt vielleicht auch mit dem Thema Insekten zusammen, also Prädatoren, Laufkäfer, Insektizidverzicht, hat sich das eingependelt. Also ich setze Schneckenkorn fast auch gar nicht mehr ein, also im jungen Raps, nach der Rapssaat, einmal ganz dünn, um was zu machen. Und ansonsten, auch nach Jahreswitterung, also in feuchten Jahren natürlich eher, wenn es mal trockener ist, gar nicht. Aber die Notwendigkeit, gegen Schnecken was zu machen, ist, glaube ich, auch deutlich weniger geworden. Wobei ich natürlich immer keinen 1-zu-1-Vergleich habe, aber so aus der Erfahrung und vom Gefühl her, glaube ich, habe ich weniger Probleme inzwischen. Das berichten die Neuseeländer und die Engländer ja auch. In dem Moment, wenn sie kaum noch Insektizide brauchen, dann geht es mit den Schnecken. Ja. Thema Mäuse hatte ich mich zu Beginn, als ich umgestellt habe auf Direktsaat, auf
ganz schlimm vorbereitet, weil ich von allen anderen immer gehört habe, dann kommen die Mäuse. Und bei mir kamen sie nicht. Ich führe das zurück auf unsere nasse Witterung. Also wir haben in der Regel ja immer im Winter wassergesättigte Böden, oftmals auch eine Schneelage. Und wenn dieses Tauwetter kommt, haben wir mehrere Tage wassergesättigte Böden mit 0 Grad und das können die Mäuse einfach nicht so ab. 2018 war ein sehr trockenes Jahr und dann war auch ein relativ trockener Winter und 2019, also da habe ich gemerkt, dass die Mäuse mehr wurden. Also es sind immer Mäuse da, man findet auch mal einen Kreis, wo sie was weggefressen haben, aber es ist nie so gewesen, dass ich was hätte machen müssen. Das war nur in 2019, glaube ich, war es denn. Also jedenfalls das Folgejahr auf diesen Trockensommer, den wir, oder relativ trockenen Sommer, den wir hatten. Da haben die Mäuse sich in der Trockenheit eben vermehren können, haben den Winter überlebt, weil der nicht so nass war und haben dann im Folgejahr wirklich sichtbar mehr gemacht. Das war beim Bekannten in Dänemark das Gleiche. Der hatte bei uns in eine WhatsApp-Gruppe Bilder reingeschickt. Der wusste gar nicht, was da los ist, diese Fragestellen. Der kannte das gar nicht. Da habe ich ihm geschrieben, ich sage, du, das ist ganz klar. Letztes Jahr war trocken bei euch, dieses Jahr auch, ihr habt Mäuse. Das kannte er ja nicht. Ne? Genau, also da, aber wie ich sagte, wir haben im Vergleich zu Kinderzeiten deutlich mehr Greifvögel, also Bussarde und Turmfalken, Wanderfalken sind ja häufig zu sehen und die machen natürlich auch was. Also da müsste man, wenn das ein Problem wird, mehr denen die Arbeit erleichtern mit kurzen Stoppeln oder nochmal Mulchen und so, dann glaube ich, kriege man da auch viel in den Griff. Was ich noch verändert hat, zusammen mit dem Wechsel zum Grassamenanbau, haben wir auch Schafe in den Betrieb aufgenommen. Also wir haben eine eigene kleine Schafherde, um dem Grassamenanbau zu helfen oder auch das Futter zu verwerten, auch die Zwischenfrüchte zu verwerten. Und ich denke auch, und das sind auch Erfahrungen so aus Neuseeland vor allem, gegen Mäuse und Schnecken hilft eine Schafbeweidung auch. Also die Schafe, wenn die eben auf Flächen sind, dann hat man da weniger Mäuse- und Schneckenprobleme, könnte ich mir vorstellen. Und letztendlich, die Idee ist auch, ich habe es noch nicht richtig verfolgt, weil wieder Thema, man kann nicht alles machen, aber die Schafe auch so ein bisschen als Management-Tool für die Bestandsführung zu nutzen. Also ich habe einmal schon einen recht überwachsenen Wintergerstenbestand im Dezember runtergeweidet, hat sehr gut funktioniert. Könnte ich mir auch bei anderen Früchten vorstellen, weil wir eben wieder durch das Wetter frühe Saat, wenn wir dann doch einen milden Herbst kriegen, dann entwickeln sich die Bestände natürlich durch die frühe Saat dann doch mehr, als ich es mir manchmal wünschen würde. Und da kann ich mir vorstellen, auch die Schafe nochmal zur Beweidung einzusetzen, um die Biomasse zu reduzieren und die Bestände winterfester zu machen. Und wiederum hat er keinen Nachteil, mit der Unkrautsituation, sonst sagen die Leute ja, Mann, wir haben jetzt die Vorauflaufherbizide auf den Flächen, jetzt kommen die Schafe und trampeln alles durch, machen im Grunde das, was die Bodenbearbeitung macht, regen wieder Unkräuter zum Keimen an. Habe ich ja nicht, weil ich gar keine Bodenherbizide eingesetzt habe. Also wenn dann was keimt über Winter, dann finde ich das ja im Frühjahr und muss dann sowieso mit blattaktiven Mitteln nochmal reagieren. Also auch da ist das so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, wo man sagt, konventionell Bodenbearbeitung, ist so eine Schafbeweidung eigentlich total kontraproduktiv in der Hinsicht Herbizide, ist bei mir eben auch ein Win-Win im Grunde. Du bringst quasi nochmal ein Werkzeug mit rein im Betrieb, du nutzt die Tiere als ein Werkzeug, genau, um bestimmte Probleme zu beseitigen und nebenbei fällt noch Fleisch und Wolle oder je nach Tierart Milch oder was auch immer an. Ne? Genau, das ist die Idee dahinter. Also das Werkzeug habe ich noch nicht so nutzen können, wieder begrenzte Zeitkapazitäten und wir haben immer genug Futter auf anderen Flächen noch zum Glück gehabt, sodass ich dann auch nicht mich so genötigt sah, dann nochmal den Winterweizen zu beweiden, aber es wäre schon interessant, auch vielleicht Wachstumsreglerreduzierung und was sich durch so ein Verbiss alles noch an positiven Nebeneffekten ergeben kann, das ist noch so ein Zukunftsprojekt, das intensiver zu machen. Da gibt es gerade aus Neuseeland relativ viel Erfahrung, da muss man habe ich mich auch schon viel mit beschäftigt, aber das ist auf jeden Fall noch, da ist noch viel Optimierungsbedarf, glaube ich, dass wir da. Ja, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal so eben, in Neuseeland ist ja auch teilweise, die kriegen es ohne die Schafe gar nicht hin, weil dann nehmen die Schnecken überhand. Okay. Das ist dann auch noch so ein Thema. Hat sich bei der Düngung bei dir irgendwas geändert? Musstest du am Anfang mehr geben, konntest später runter oder? Ja, das wird ja immer so gesagt, habe ich auch versucht, aber
gerade in der Umstellungsphase ein bisschen höherer Düngerbedarf. Hat sich bei mir, also ich kann es nicht genau quantifizieren, hat sich natürlich auch enorm vermischt mit der Fruchtfolgeerweiterung, dass man eben Leguminose in der Fruchtfolge hat, Hafer hat, die einen ganz anderen Stickstoffbedarf haben. Ja, kann ich, also keine eindeutigen Erfahrungen, das verwischt sich bei mir zu sehr. Mhm. Die Nährstoffdynamik ist natürlich eine andere, also in so einem kalten, nassen Frühjahr kommt natürlich wenig in Gange, deshalb versuche ich mit einer kräftigen Andüngung auch die Bestände anzuschieben. Das kann man dann später sparen. Aber zum Gesamtstickstoff- oder Düngerniveau ist das auch mal ein Vergleich mit Äpfel und Beeren. Also wir versuchen ja, Humus aufzubauen durch Zwischenfrüchte, auch durch Schafe letztendlich, durch Gras und eben durch Nicht-Bodenbearbeitung, dass wir eben den Humus nicht wieder verbrennen, sondern ihn akkumulieren. Und das bindet ja auch Stickstoff. Also letztendlich, wenn ja, also Dünger direkt einsparen, der Aussage kann ich so nicht folgen. Also das ist prinzipiell ist es möglich, müsste auch irgendwann möglich sein, aber bisher tue ich mich da schwer, das wirklich so erkennen zu können. Dann eine Frage, die ja zwangsläufig bei der Direktsaat immer wieder kommt, Thema Glyphosat. Einmal die Meinung dazu und ja, siehst du Alternativen und wenn du welche siehst, was taugen die oder was taugen die nicht? Also genau, Thema Glyphosat ist ja, macht Höhen und Tiefen in den letzten 10, 15 Jahren. Auch für mich, also ich habe, als ich mit der Direktsaat anfing, mir da gar keine Gedanken wirklich so gemacht. Das kam dann nach ein paar Jahren, da habe ich mich sehr intensiv, sehr sorgenvoll damit beschäftigt, auch ja, bin weit gefahren, um da Vorträge von den Mahnern, sag ich mal, zu hören und war auch sehr besorgt, dass wir uns damit ein Problem einhandeln auf den Flächen, eben Fruchtbarkeitsverlust und Rückstände und, was da alles genannt ist. Hab dann auch ein paar Jahre versucht oder Versuche gemacht auf Einzelflächen, habe mir eine Fräse gekauft, habe eben die oberste Bodenschicht, die Unkräuter abgefräst, um die mechanisch zu zerstören und auf Glyphosat verzichten zu können und habe da verschiedene Versuche gemacht, aus der Überzeugung auch heraus, dass da ein Problem bestehen würde. Und habe dann aber aus diesen Versuchen heraus erkannt, dass das nicht besser wurde. Also diese gefrästen Flächen machen im Grunde die Probleme auch einer Mulchsaat zum Teil. Das Unkraut wird dann doch nicht hundertprozentig abgetötet, weil gerade unsere feuchten Bedingungen, ja, der Wurzelballen wird abgerissen, landet wieder auf den Füßen und dann regnet es danach und dann wächst es doch weiter. Oder der Boden ist natürlich nicht hundertprozentig eben, dann kommt man mit 3 cm Tiefe nicht aus, muss 5 cm tief fräsen, unheimlich Zeit, energieaufwendig, Verschleiß ohne Ende, Diesel ohne Ende. Und habe dann parallel dazu auf den anderen Flächen mit Glyphosat ja, gesehen, dass eigentlich besser war oder also zumindest diese Probleme ja nicht da waren. Und habe dann nach mehrjährigen Versuchen das eigentlich wieder abgebrochen. Auch aus dem Verständnis oder der Erkenntnis, dass wir mit diesem nassen Klima, was ja immer wieder das Problem ist, mit einer mechanischen Unkrautbekämpfung häufig ganz schwere Ausgangsbedingungen haben. Also wenn es nass ist, kann man Boden sowieso nicht bearbeiten und Unkraut erst recht nicht jeden, weil das einfach verschmiert, wieder weiter wächst und. Da sind also erstmal die Rahmenbedingungen klimatisch ganz schwierig und dann eben die Beobachtung, dass das, wo die Mahner vorgewarnt haben, was eben ganz schlimm ist am Glyphosat, ich das überhaupt nicht beobachten konnte. Also eben parallel dazu die Zunahme der Insektenpopulation, der Vogelpopulation, Abnahme von Schnecken und Schadinsektenproblemen, keine Insektizide mehr eingewendet. Alles beobachtet, währenddessen ich fast jährlich Glyphosat eingesetzt habe, was ja nun diametral dem entgegenspricht, was ich zu dem Zeitpunkt oder mehrere Jahre lang auch gedacht hatte, dass das ein Problem bewirken würde. Und jetzt im Grunde nach langjährigen Erfahrungen bestätigt sich das immer mehr, dass wir mit dem Glyphosat angewendet in einem biologisch
hochaktiven System, wie es eben Direktsaat ist, mit Zwischenfrüchten, mit einer diversen Fruchtfolge, mit einer Integration von Gras, mit Weidetieren. Also wir bringen ja unheimlich viel Leben ins System rein, dass der Glyphosateinsatz diesem Leben offensichtlich nicht schadet. Also zumindest, man kann natürlich, also ich habe ja keinen 1:1 Vergleich. Mit einer Null-Variante könnte ich auch gar nicht, also das schaffe ich auch, kann ich ja gar nicht selber durchführen. Aber was ich ja beobachte und auch sehe, dass das Endergebnis, das ich mit dem System Direktsaat, mit allen Parametern, die eben dazugehören, erreiche, trotz Glyphosateinsatzes ein viel besseres ist, als ich es mit in einem Bodenbearbeitungs- oder mechanischer Unkrautbekämpfungssystem erreichen würde, ohne Glyphosat. Also ich bin eben ja, Praktiker und beobachte das Endergebnis. Es geht mir nicht darum, wie wir da hinkommen, aber mir geht es ja darum, sind wir wieder beim Thema, wir wollen ja als Landwirte Bodenfruchtbarkeit aufbauen, den Boden gesund machen für die nachfolgenden Generationen, Bodenerosion vermindern, das Kapital, die biologischen Funktionen des Bodens erhalten und wieder aufbauen. Und da sehe ich eben im Ergebnis, macht Glyphosat nicht wegen Glyphosat, aber mit Hilfe von Glyphosat ermöglicht es eben das System Direktsaat, genau. Sodass das Glyphosat ein Werkzeug ist, genauso wie eben die Schafe und andere Herbizide Werkzeuge sind, die ich einsetze, dann und wann, wie ich es für sinnvoll halte, um ein möglichst optimales Gesamtergebnis am Ende zu haben. Und das ist eben, so wie ich das beobachte und dokumentieren kann, besser, als es jedes andere System ohne dem bietet. Ja, und wenn man jetzt nochmal genau drüber nachdenkt, im Endeffekt ja das Endergebnis, das ist ja entscheidend. Ja, jetzt könnte man höchstens noch argumentieren, ja, was ist denn mit Rückständen und so weiter? Aber ich sag mal, es gab ja zum Beispiel, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, der Michael Horsch hat, glaube ich, vor 2 Jahren nochmal so eine Untersuchung gemacht, was hat er denn wirklich im Korn gefunden? Mhm. Und da waren ja generell Herbizide eigentlich gar nicht zu finden. Und das ist ja eigentlich ganz logisch, wann wende ich Herbizide an? Da ist die Pflanze noch klein. Genau. Was gefunden wurde, ist, sag mal, Fungizide, Insektizide werden ja viel später angewendet. Mhm. Jetzt sieht man ja schon, Mensch, bei dir in der Region kommt man schon ohne Insektizide klar. Bei uns kommt man mit ganz wenig bis ohne Fungizide klar und auch mit deutlich weniger Insektiziden. Da haben wir doch viel, viel mehr mit erreicht. Mhm. Und die Glyphosat-Anwendung, die ist ja, bevor die Kultur da ist. Das kann man ja mit dem Ganzen, mit dieser Grundsatzdiskussion, die in Amerika haben, oder auch in einigen anderen Kontinenten, mit dem Roundup Ready, wo ja, glaube ich, diese ganze Diskussion ursprünglich herkommt, null vergleichen. Das haben wir hier ja nicht. Ja. Es kommt ja nicht auf die Pflanzen drauf. Genau. Also ich habe auch mal von mir mal Getreide auf Glyphosat untersuchen lassen, in diesen Anfangsjahren, als ich eben selber auch sehr besorgt war. Im Grunde habe ich mir die Situation ausgesucht, wo das Glyphosat am dichtesten an der Ernte angewendet wurde. Also es war Sommerweizen oder Sommerhafer, also im Grunde im April Glyphosat gespritzt und im August geerntet. Und da waren null Rückstände zu finden. Inzwischen habe ich jetzt die letzten Jahre auch immer mal die offiziellen Untersuchungsdaten vom BVL, also der zuständigen Behörde, die die Lebensmittelrückstände untersucht, geben lassen. Und da sind in den Produkten der deutschen Landwirtschaft erst recht, also vor allem in den Ackerbaukulturen, null Rückstände drin. Also da im Gemüse gibt es irgendwo mal irgendwas, Petersilie wurde mal was gefunden und das muss irgendwie Abdrift gewesen sein, ich kann es mir nicht erklären. Aber da, wo wir das Glyphosat anwenden, vor allem im System Direktsaat, kommt es ja mit dem Ernteprodukt oder mit der Pflanze gar nicht in Berührung. Und genau das irritiert mich auch immer, dass die Kritiker vom Glyphosat, also ich bin auch viel in sozialen Medien unterwegs und versuche eben auch mit meinen YouTube-Videos ja zu zeigen, wo die Vorteile liegen und komme dann auch manchmal in Diskussionen online. Und dann kommt ganz häufig die Aussage, ja, also Direktsaat ist ja total toll und die Ergebnisse sind ja super, finde ich total interessant und toll, dass du das machst, aber mit Glyphosat geht gar nicht. Also das muss irgendwie anders gehen, das kannst du nicht machen. Dann sage ich immer, ey, warum denn? Wenn das Ergebnis besser ist als alles andere, warum kritisiert ihr den Weg oder das Werkzeug, was ich dazu benutze? Zumal es dann ja noch nicht mal nach oder vorhanden ist im Endprodukt. Also wir haben rückstandsfreie Produkte, die wir produzieren, mit einem Werkzeug, das es uns erlaubt, das ein viel besseres Endergebnis zu produzieren für Natur, Umwelt und unsere Gemeinwohlgüter.
Und trotzdem wird es abgelehnt und soll verboten werden. Und da verstehe ich die Argumentation nicht. Also da geht es mir wirklich dann ja, um eine Ideologie oder ein Dogma, dass das unbedingt zu Ende gekämpft werden soll, ohne wissenschaftliche Grundlage oder auch ganz praktische Grundlage. Ich bin da nun nicht gerne wissenschaftlich eine Sache daran, sondern sehe einfach nur ganz praktisch, was kann ich mit meinen Sinnen erfassen und kann da nicht, ja, kann das nicht nachvollziehen, warum es trotzdem ist. Dogma, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich meine, wir haben ja auch auf der einen Seite ist ja die Toxizität eines Stoffes und auf der anderen Seite ist die Exposition. Mhm. Also von der Toxizität, ich glaube, da gibt es viele Sachen, die sind viel, viel schlimmer. Schon mal generell. Mhm. Oder wenn man mal nur, man will jetzt keine Namen nennen, es gibt so manche Billigkleidungshops, wenn man da reingeht, man riecht ja schon, was da los ist. Was wir da über unser größtes Organ aufnehmen, das möchte ich gar nicht wissen. Ich meine, klar, Glyphosat trinken, sollte man nicht machen. Klar. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber trotzdem, es gibt erstmal viel, viel schlimmere Sachen. Und wenn wir ja nichts da haben, keine Exposition, verstehe ich es nicht. Ne? Also ich vergleiche das dann ganz oft immer so als Argument oder sage immer, dass die Art der Anwendung bestimmt die Auswirkungen. Also wir wenden es in Deutschland eben aufgrund unserer weltweit strengsten Anwendungsbestimmungen zwangsläufig und im System Direktsaat erst recht eben immer Vorsaat an und natürlich auch in einer Menge und Anwendungs- oder Ausbildungssituation mit abdriftreduzierten Düsen und morgens im Tau und so weiter bei Windstille, die ja komplett anders sind als das, was immer kritisiert wird in Argentinien oder irgendwo, wo mit Flugzeugen gesprüht wird, kann man ja gar nicht vergleichen. Also wenn die Art der Anwendung eine ganz andere ist, dann hat man natürlich auch ganz andere Auswirkungen. Und mal verglichen mit, also ich vergleiche es immer mit dem Feuer. Also das Feuer kann ja auch ganz viel Schaden anrichten, kann uns töten, ist furchtbar gefährlich. Und wenn man mit Feuer irgendwie, weiß nicht, Plastik verbrennt, dann entstehen ja auch ganz große Schäden oder wir können uns die Haut verbrennen. Aber letztendlich, richtig angewendet, ist Feuer ja unheimlich heilspendend oder überlebenswichtig für uns Menschen. Das hat uns ja das Überleben garantiert, dass wir das Feuer gezähmt haben und zu unserem Nutzen angewendet haben als Werkzeug. Trotzdem bleibt es immer eine Gefahr, aber wir müssen eben verstehen, damit richtig umzugehen. Und dann ist es auch keine Gefahr für uns. Und so, genauso ist es eigentlich mit dem Glyphosat. Also die Anwendungsbedingungen oder die Situation und die Art, wie wir es anwenden, bestimmt eben das Risiko oder die Gefahr, die davon ausgeht. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil stell mal vor, man würde jetzt heute sagen, Feuer ist gefährlich, wir verbieten es. Die Autos würden stillstehen, es wird kalt werden, wir hätten sehr, sehr wenig Strom nur oder wären vielleicht nie an diesen Punkt gekommen, dass wir Strom hätten und... Das ist genau die Argumentation von Glyphosat, dass eben aus Vorsorgeprinzip, nur weil man nicht ausschließen kann, dass eine Gefahr besteht, soll es verboten werden, auch wenn es positive Anwendungssituationen gibt. Also im Grunde müsste man dann das Feuer verbieten, weil man sagt, also wir können nicht ausschließen, dass es eine Gefahr für den Menschen und für die Umwelt ist. Auch Feuer kann ja auch große Umweltschäden anrichten. Ja. Deshalb müssen wir es konsequenterweise genauso verbieten wie Glyphosat. Ja. Wenn man es genau nimmt, die gleiche Argumentation eigentlich. Blitze auch gleich mit verbieten, weil die können Feuer auslösen. Wird schwierig. kommen wir zum Abschluss. Jetzt stell mal vor, du wärst gerade junger, angehender Landwirt, würdest einen Betrieb von deinem Vater übernehmen. Der hat noch geflügt oder tief gegrubbert. Wie würdest du es derzeit angehen? Würdest du es auch unter der derzeitigen politischen Diskussion wirklich so angehen? Das ist wahrscheinlich das die größte Frage. Beantworte einfach das, was du beantworten kannst. Ja. Fangen wir es so an. Klar, also die politische Lage gerade mit dem beschlossenen Glyphosat-Ausstieg, das ist natürlich eine Situation, die man nicht in der Hand hat. Also ich sag mal, da ist man als Landwirt wie auf offener See, also da ist man ja schutzlos ausgeliefert. Ohne Glyphosat, ich sehe derzeit keine Alternativen. Die kommen vielleicht irgendwann, aber rein praktikabel ist derzeit nichts da. Und wenn das gerade in der Umstellungsphase wäre, ist es natürlich extrem schwierig. Also unter meinen klimatischen Bedingungen unmöglich, möchte ich sagen. Also es gibt auf der Welt natürlich Regionen, wo wir klimatische Bedingungen haben, wo man in einzelnen Jahren
auch mal ohne Glyphosat auskommt. Ich habe es auch schon geschafft. Ich habe einmal ein Feld ohne Glyphosat mit Ackerbohnen bestellt, weil die Zwischenfrucht so üppig war, bevor wir noch Schafe hatten, die dann abgefroren ist und alles unter sich mit einer Schneedecke unter sich begraben hat und da im Grunde im Frühjahr auch keine Altverunkrautung da war. Das ging mal ein Jahr. Und ich habe auch schon mehrere Situationen gehabt, wo ich nur stellenweise anwenden musste, weil da eben nur Nester waren mit Unkraut und Ausfallgetreide. Aber wenn ich dieses Werkzeug nicht zur Verfügung hätte, könnte ich mich gar nicht auf solche Situationen einlassen. Genau. Also wenn ich das Werkzeug, also ich kann, müsste dann im Grunde, wenn ich das Werkzeug nicht mehr zur Verfügung hätte, müsste ich ja schon im Herbst anfangen mit einer Bodenbearbeitung, um das Unkraut klein zu machen. Oder rechtzeitig anfangen. So kann ich jetzt bis zum letzten Tag warten und entscheiden, setze ich es ein und wenn ja, wie setze ich es ein? Weil ich die Möglichkeit habe. Ich kann vielleicht auch auf andere Möglichkeiten noch, also andere Herbizidwirkstoffe ausweichen, wenn ich das für richtig halte. Aber wenn mir dieses Werkzeug genommen wird, dann habe ich eine ganz andere Ausgangssituation. Da muss ich also schon viel frühzeitiger entscheiden, mechanisch oder vielleicht mit zukünftig anderen Alternativen gegen den Bewuchs wegzumachen und würde damit auch wiederum einen Schaden anrichten, weil ich der Altunkraut- und Altausfallgetreidebestand ist ja, schützt ja, ist ja oder Zwischenfrucht, was auch immer da ist, der ist ja da, er wächst ja oder er ist zumindest Biomasse und so weiter und wichtig für den Boden. Und ich kann eben mit diesem Werkzeug Glyphosat bis zum letzten Tag warten, direkt dort reinsehen und dann die Entscheidung treffen, was mache ich. Wenn ich diese Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr habe, muss ich schon viel frühzeitiger, viel fundamentalere und konsequentere Entscheidungen treffen, die nicht zum Positiven sind für unsere Allgemeingüter. Also das ist natürlich ein Punkt, wenn ich das einem Neueinsteiger vermittle, dann ist das ziemlich aussichtslos eigentlich. Trotzdem ist man natürlich, sieht man auch die großen Vorteile und wenn ich was raten soll, informieren. Also vielleicht unter der Bedingung, dass es doch erhalten bleibt oder für die Direktzeit erhalten bleibt, dann. Genau, okay, dann sind wir in einer ganz anderen Ausgangsposition, haben wir nicht diese große Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was dürfen wir noch, was können wir noch machen, welche Werkzeuge können wir noch nutzen. Dürfen wir noch mit dem Hammer arbeiten oder haben wir noch eine Presslufthammer zur Verfügung? Das ist so ein bisschen die Frage. Können wir noch punktuell mit dem kleinen Hammer was bewegen oder haben wir nur noch den Presslufthammer, weil der kleine Hammer verboten ist? Ja. Das ist im Grunde die Wahl. Und wenn wir wissen, dass wir den kleinen Hammer weiterhin benutzen dürfen, dann ist die Empfehlung natürlich ganz einfacher oder viel einfacher. Informieren ist ganz wichtig. Wir sind heute in der komfortablen Situation oder Neueinsteiger in der komfortablen Situation, dass sie auch vor Ort in Deutschland schon viele Informationen zur Verfügung haben. Letztendlich das, was wir hier machen, ja auch. Genau. Auch viele praktische Betriebe besuchen können, wo schon Direktsaat praktiziert wird und von deren Erfahrung profitieren können. Das sollte also immer der erste Schritt sein, sich über YouTube-Videos als erstes, dann vielleicht nochmal über persönliche Kontaktaufnahme so ein bisschen Wissen aneignen und dann ja, die Umstellungsphase, wie es auch bei Rolf Derbsch angegeben wird, also erstmal noch Bodenbearbeitung weitermachen, Flächen einebnen, Erfahrung sammeln auf Einzelflächen. Das ist natürlich ein Problem, ist, dass die Technik heute so teuer ist, also irgendwie ein günstiger Einstieg mit der Direktsaatmaschine ist dann nicht mehr möglich, aber auf der anderen Seite, wenn es vielleicht in der Nähe schon Direktsäher gibt, einfach immer die Maschine ausleihen oder Lohnarbeiten, Lohnsaaten machen lassen. Ja, so die Gebrauchtechnik, die ist irgendwie überall im Einsatz, ne? Ja. Das hört keiner auf. Zu kaufen gibt es nichts mehr. Nee, das war vor 15 Jahren zum Glück noch anders. Und dann vielleicht, also je nachdem, welche Boden- und Witterungsverhältnisse da sind, aber vielleicht für den Einstieg eine Strip-Till-Variante wählen, also Clayton oder Missouri, wo man so ein bisschen aus beiden Welten hat, also zwar den Boden nicht bearbeitet im eigentlichen Sinne, aber für die Saaten ein bisschen Mikrobodenbearbeitung zu machen. Leider auch schweineteuer geworden, die. Ja, und das sollte man konsequenterweise sein, aber auch wirklich gleich nur für ein paar Jahre so vorsehen, um dann zur Low-Disturbance-Variante überzugehen, konsequenterweise. Also das wäre eigentlich die Empfehlung, das wäre vielleicht ganz gut. Genau, die Kinsey-Proben hatten wir gar nicht mehr drüber gesprochen. Okay. Kinsey-Analysen mache ich auch seit 15 Jahren. Sporadisch, muss ich dazu sagen. Also ich habe klar alle Flächen mittlerweile
oder auch dann beprobt, auch versucht, vieles umzusetzen. Muss dazu sagen, dass ich, ja, einerseits sage ich, dass ich so weit ab vom Schuss bin dort oben im Norden, auch nicht alle Düngemittel immer so einfach verfügbar sind. Also habe ich nicht alle Maßnahmen immer nach Vorgabe umsetzen können. Dazu kamen dann noch diese nassen Jahre, Schwierigkeiten, die sicherlich auch in der Beziehung wie Bodenphysik und Bodenchemie nachteilig waren und. Und das ganz viele Ausreden. Im Endeffekt denke ich, dass die Kinsey-Analyse ein wichtiges Werkzeug ist, also ein wichtiger Indikator. Mindestens um so ein bisschen einen groben Überblick und eine Grobjustierung des Bodens mit Calcium-Magnesium-Verhältnis und so die großen Schrauben habe ich auch abgearbeitet, war manchmal auch überrascht, wie schnell sich dann was verändert hat, um wieder dann, das ist immer so ein Schlingerkurs im Grunde gewesen, was mich natürlich auch so ein bisschen stutzig gemacht hat, aber also ich bin grundsätzlich überzeugt, dass die Kinsey-Analyse ein wichtiges Werkzeug auch wieder ist, als Landwirt, aber vielleicht ist es nicht die Bibel, als die es manchmal verkauft wird, also man ist das nicht das allheilbringende Werkzeug, aber ich würde es in jedem Fall begleitend mitmachen und auch befolgen, um so ein bisschen Überblick zu gewinnen und das grob, die groben Fehler wenigstens zu korrigieren und zu wissen, wo sind auch noch kleine Baustellen, dass man das im Kopf hat, sei es auch nur bei der Blattdüngung mal ein bisschen die fehlenden Nährstoffe und so ein bisschen, dass man nicht in die entgegengesetzte Richtung arbeitet, sondern versucht so ein bisschen in die richtige Richtung dann das ausgleichend mitzubegleiten. Ja, zum Beispiel, da hat jemand vielleicht in der Lufa-Probe immer Magnesiummangel. Oder Entschuldigung, kein Magnesiummangel, so rum, nimmt immer schön den Brandkalk und merkt dann ein paar Jahre später, verdammt nochmal, jetzt muss ich mit Kieserit ran, das wird teuer. Ja, genau. Welche Tipps würdest du dir heute selber nochmal geben, wenn du zurückschauen könntest? Was hättest du anders gemacht oder was würdest du genauso machen? Ja, mein Lehrmeister, oder ich denke mal für alle direkt sehr, der Lehrmeister ist ja die Natur. Also man bekommt Problemstellungen von der Natur vorgegeben. Bei mir war es jetzt vor allem die Nässe. Ein paar Kleinigkeiten sonst natürlich auch immer, aber darauf kann man sich nicht vorbereiten, glaube ich. Das muss man lernen. Also auch dieser Umgang, das Gefühl zu kriegen, wie ist das, wie nass ist der Boden, welche Chancen habe ich jetzt überhaupt noch was zu machen? Wie ist die Situation, wie viele Rückstände sind da? Das ist, also ich glaube nicht, dass ich erstmal, dass ich es geglaubt hätte, wenn ich mir es früh jetzt nochmal 20 oder 15 Jahre zurückgehen könnte und mir damals gesagt hätte. Und ich hätte es auch gehört, aber nicht verstanden, glaube ich. Das muss man einfach erleben. Praktische Erfahrung ist einfach durch nichts zu ersetzen. Also deshalb ist natürlich für junge Leute, wäre es natürlich auch toll, wenn Ausbildungsbetriebe mit Direktsaat sind oder so, dass sie auch wirklich schon das üblicherweise ja vom Elternbetrieb mit Bodenbearbeitung aufgewachsen sind, so wie wir alle, aber vielleicht dann schon die Ausbildung, wenn sie Interesse dafür haben, mit Direktsaat machen können. Ansonsten, das ist einfach, ja, man muss, das sind Lebenserfahrungen, die Natur einem mit auf den Weg gibt. Ich glaube nicht, dass man das gesagt kriegen kann und versteht und weiß, wie man dann darauf reagieren soll. Das ist, ich glaube, ich hätte es genauso, oder müsste es genauso machen. Also es war zwar zum Teil eine harte Schule und auch sehr teuer, aber und hätte echt nicht nötig getan mit diesen drei nassen Jahren, da hätte ich gut drauf verzichten können. Aber ist so, wie es ist, da muss man irgendwie wie durch. Letztendlich, jede Region ist anders, auch jeder Hof ist ja anders. Ne? Wie sind die Flächen, wie bin ich als Bauer auch drauf? Das ist ja auch ganz entscheidend. Das ist ja das Wetter können wir nicht beeinflussen, die Böden können wir nicht beeinflussen, aber letztendlich unseren Wesen als Mensch können wir auch nicht direkt beeinflussen. Man kann sich immer sagen, gut, das will ich jetzt nächstes Mal anders machen, aber wenn man Bauchweh dabei hat oder nicht schlafen kann oder nicht den Mut hat oder etwas macht, weil ein anderer einem das sagt und man das aber eigentlich gar nicht in seinem tieferen Inneren will, das hilft ja auch nichts. Also da kann man auch nicht erfolgreich mit sein. Deshalb muss jeder irgendwo seinen eigenen Weg finden und seine eigene Erfahrung auch machen. Natürlich kann man ein bisschen vorbereitet sein und von den Erfahrungen anderer profitieren, die mitnehmen. Aber die Entscheidung muss man immer selber treffen und das kann einem keiner abnehmen. Also auch wenn ich mir jetzt vor 15 Jahren noch was sagen könnte, die Entscheidung hätte ich ja trotzdem selber treffen müssen. Das
Ich glaube, da will ich jetzt auch gar nicht mehr weiter was zu sagen, außer hundertprozentige Zustimmung. Also, ja. Sehr gutes Schlusswort. Ja, ich denke mal, die Landwirte konnten heute auch wieder sehr viel lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ja, tschüss.